werden wir das in den nächsten eineinhalb Wochen die gesamten Aufnahmen auch auf die eine Art und Weise ins Internet stellen. Das Problem ist ein bisschen, dass der Verein unsererseits, der das macht, der hat noch gar keine, weil es nicht nötig war, noch gar keine Online-Präsenz. Ja. Mal gucken, ob ich vielleicht auf meinen Namen das mache und das dann rumschicke. Ich begrüße auf jeden Fall mal den Jakob. Der hat eigentlich an allen Dokumenten mitgearbeitet. Und also wenn ich nachher irgendwas Falsches sage, ist er also herzlich eingeladen, mich also aufs Heftigste zu korrigieren. Ich habe da nicht so aktiv oder nicht in dem Umfang, wie er da, wie das gemacht hat, mitgearbeitet. Ahmed Bey, was wir machen würden, also ich würde ganz kurz noch einen Rückgriff machen aufs letzte Mal, nämlich nochmal den Aspekt Islamismus ansprechen. Und dann würde ich danach, der zweite Teil der Veranstaltung, oder also ein zweiter Teil wäre im Grunde das Thema Radikalisierung. Ne? Da leite ich kurz ein, gebe das dann an dich weiter, weil ja. Du wirst uns dann was Konkretes zu einer Radikalisierungsgeschichte erzählen. Und dann ist eine Diskussion dazu möglich, oder eigentlich ist nach jedem Punkt eine Diskussion möglich, wenn das gewünscht ist. Und dann würden wir drittens nochmal über ein bisschen konkreter über Berlin sprechen, weil eine der Aufgaben von diesem Open Projekt ist halt auch, dass man das nicht so allgemein hält, sondern eben auch auf konkrete Orte bezieht. Da haben wir drei Dokumente vorbereitet, aus denen werde ich zitieren. Ich habe alles, auf was ich mich jetzt beziehe, auch schon mal in den Chat gestellt. Also wer sozusagen währenddessen mitlesen möchte oder nachlesen möchte, kann sich das gerne anzeigen lassen. Also die Dokumente stehen im Chat, die kann man dann jetzt, wenn man möchte, auch schon mal runterladen. Dann. Du musst das nochmal in den Chat stellen, damit wir das alle sehen. Ich habe es in den Chat gestellt, also wenn du jetzt in den Chat gehst, da siehst du... Da siehst du die PDFs zum Download. Ich sehe sie nicht, deswegen. Klick doch mal Chat an bei dir. Ja, habe ich gemacht. Aber ich glaube, das ist so, weil die noch nicht drin waren, hast du es ja geteilt schon. Da hast du es geteilt. Und man sieht das dann nicht. Das ist das Ding. Alles klar, also dann mache ich das jetzt eben nochmal. Wenn Leute jetzt nachkommen, dann... ist auch nicht, genau. Dann warte ich noch eine Viertelstunde. Genau, machen wir so. Ist man sich das. Dann machen wir es so, dann warte ich noch eine Viertelstunde, weil ansonsten ist das natürlich dumm, wenn ich das alles schon reingestellt habe. Hast du eine Präsentation, Ahmed, oder brauchst du das nicht? Doch, die habe ich. Also für den ersten Teil habe ich auf jeden Fall eine zweite, ist dann mündlich, weil es ja wesentlich, wesentlich kürzer ist. Und für das erste habe ich eine kleine Präsentation. Dann müsstest du dann, bevor du anfängst, mir kurz Bescheid sagen, dann gebe ich dich frei. Okay. Du wirst ja ohnehin auf mich überleiten. Wenn du das machst, dann kann man ja dann das machen. Genau, ja. Okay, wir sind 10. Ich denke, das ist eine gute Zahl. Ich sag mal Hallo, Salam Aleikum. Guten Abend. Hallo, Salam Aleikum. Vielleicht können alle mal ganz kurz ihren Bildschirm anmachen, damit ich zumindest mal ganz kurz in die Gesichter schauen kann. Könnt ihr auch dann wieder ausmachen, wenn es euch stört, aber einfach nur, damit man kurz Hallo sagen kann, wenn es möglich ist. Ich begrüße euch recht herzlich, dass ihr hier, dass ihr hergekommen seid, heute zum zweiten Teil unseres Seminars. Ist natürlich eine ja, fast schon übermenschliche Leistung bei dem Wetter und auch sozusagen mitten in der EM, zumindest für den einen oder anderen daran teilzunehmen. Nichtsdestotrotz machen wir das heute. Wir werden das auch aufzeichnen und ich denke, auf die eine oder andere Weise werde ich auch sehen, dass wir die Aufnahmen nochmal ins Internet stellen. Ich werde, wenn Ahmed spricht, werde ich die Dokumente, auf die wir uns beziehen, alle in den Chat stellen gleich. Dann könnt ihr euch, während Ahmed spricht oder während ich dann spreche, die auch nochmal runterholen und währenddessen nachlesen oder auch dann zum nächsten Mal vorbereiten. Wir haben heute ein dreigeteiltes Programm. Also das eine ist nochmal ein Feedback auf eine Diskussion bzw. eine Präsentation von dem Abubakar Rieger vom letzten Mal, der heute übrigens krank ist und deshalb seinen Part nicht übernehmen kann. Das heißt, es ist alles ein bisschen, zumindest mein Teil, ein bisschen improvisiert. Der Herr Rieger hatte gestern eine Impfung und wie zu befürchten auch ein paar Nebenwirkungen und deshalb springe ich ein. Also wir werden im ersten Teil kurz nochmal den Islamismusbegriff anreißen, weil es, denke ich, auch
von muslimischer Seite wichtig ist, dass wir darüber sprechen. Auch nochmal ein Verweis auf einen französischen Experten, der ein paar interessante Sachen dazu gesagt hat. Dann gehen wir zum zweiten Teil über, nämlich den Bereich Radikalisierung. Also was passiert dabei? Was ist da, was ist der Punkt dabei? Ahmed Aydin, der auch dabei ist, wird mit der Präsentation aber auch direkt auch mal eine Radikalisierungsgeschichte beschreiben. Danach ist eine Diskussion möglich, wenn ihr das möchtet. Wir können das allerdings dann auch aufs Ende ziehen des heutigen Abends. Und dann möchten wir noch ein bisschen konkreter über Berlin sprechen, weil unsere Arbeit, unsere Mitarbeit an dem Projekt Open war eben auch nicht nur abstrakt oder ganz allgemein, sondern auch konkret auf einen jeweiligen Ort bezogen. Das heißt, die Mitarbeiter von dem Open-Projekt haben eben auch an konkreten Orten gearbeitet, also zum Beispiel Straßburg, Marseille, Rom in Italien, und das auch nochmal lokalisiert. Denn eine der Ausgangsthesen ist, dass Radikalisierung von Betroffenen nicht nur oder nicht ausschließlich im Internet stattfindet. Also mit eurer Erlaubnis, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Assalamu alaikum, danke, dass ihr gekommen seid. Danke, dass ihr sozusagen das Durchhaltevermögen habt, jetzt angesichts des Tagesprogramms noch mitzumachen. Es gab einen Punkt in der Präsentation von Aboubakr Rieger zur Einordnung, also sozusagen, das haben wir auch im Rahmen des Open-Projekts erarbeitet, was ist sozusagen der muslimische Beitrag bei dem Thema Radikalismusprävention, was ist unsere Analyse der Lage, und da ging es um sehr häufig auch gerade in mehrheitsgesellschaftlichen Debatten, in politischen Debatten, in Sicherheitsdebatten, um die Gleichsetzung von also Islam gleich Islamismus, Islamismus gleich Terrorismus. Das ist ja eine Gleichung, sagen wir so, die von einem Segment des Diskurses ja gemacht wird. Es gibt eine andere Gleichung, die sagt, Islam plus Ideologie ist gleich Islamismus. Dann gibt es eine andere, die sagt, Islam ungleich Ideologie ungleich Islamismus. Und zumindest wir als Macher dieses Beitrages gehen davon aus, dass das, auch wenn der Islamismusbegriff nicht unser Begriff ist und auch mit relativ vielen Fragepunkten behaftet ist, dass wir das trotzdem diskutieren sollten. Also dass wir uns sozusagen dieses Themas sozusagen von auch geistiger Radikalisierung oder auch Ideologie nicht entziehen können. Und da gehört dazu, dass es eben in der Moderne, also in dem, was sagen wir so, ab dem späten 19. Jahrhundert in der muslimischen Welt, aber auch im muslimischen Diskursen passiert ist, natürlich eine Veränderung zu dem, was vorher vorlag. Also auch die Vergangenheit ist kein monolithischer Block. Da gab es auch Entwicklungen, da gab es Veränderungen, da gab es Niedergänge, da gab es Aufstiege. Aber es ist so ein deutlicher Unterschied zwischen sozusagen der Moderne und der Vormoderne, ist eben die Rolle, die der Staat und seine Ideologie gespielt hat in der Entwicklung des muslimischen Denkens. Also wir sehen, dass sozusagen ab dem späten 19. Jahrhundert, dem frühen 20. Jahrhundert, das muslimische Denken nicht in Gänze und nicht überall und nicht zu jeder Zeit, aber doch zusehends mit sowas wie einer Staatsideologie versehen wurde. Also der Islamwissenschaftler Wahib Halak setzt zum Beispiel für das Gebiet des damaligen Osmanischen Reiches das Jahr 1823 an, also Tanzimat, die Reformbemühung, und sagt, das ist der Augenblick, in dem sozusagen das islamische Denken staatsorientiert wurde. Das hat sich dann in anderen Gebieten anders dargestellt und anders auch vielleicht verspätet entwickelt, aber das ist der Augenblick, in dem das muslimische Denken eben sozusagen den Staat mit einbezieht. Und wenn wir uns sozusagen die Entwicklung muslimischer Ideologien angucken, und ich sage Ideologien im Plural, weil es ist nicht nur eine, dann ist der Staat sozusagen eine feste Konstante in dem muslimischen Denken. Und das ist dieser Unterschied, also sozusagen die Vormoderne, und dann kam die Berührung der muslimischen Welt, des muslimischen Denkens mit der Moderne. Und danach haben wir dann verschiedene Erscheinungsformen, die alle zum Beispiel den Staat und auch die Hoffnung darauf, Staat ließe sich instrumentalisieren, immer mit eingeschlossen haben. Warum sage ich das? Also es ist
innermuslimischen Diskursen in Europa, auch in den USA, wobei dort der Begriff nicht so geprägt ist, bleiben wir bei Deutschland, ist der Begriff Islamismus verdächtig. Ja, also Muslime nicht, auch wirklich nicht zu Unrecht, Muslime sehen darin sozusagen eine Vereinnahmung, sagen ihre Religion, auch ihre Existenz unter so, ja, groben Etikettierungen, die eben dann auch nicht treffen, und ist tatsächlich auch fragwürdig. Also wenn man sieht in Deutschland zum Beispiel, da wird das Mitglied eines bestimmten Moscheeverbandes wird als Islamist bezeichnet, aber ein Terrorist wird auch als Islamist bezeichnet. Das heißt, das hat man dann irgendwann vor ein paar Jahren gemerkt, dann hat man dann eine Unterscheidung eingeführt, nämlich zwischen dem gewaltbereiten Islamismus und dem legalistischen Islamismus. Aber diese überspannende Gleichung ist weiterhin da. Wir haben versucht, unser Team hat versucht, das ein bisschen anders aufzufassen, auch anders zu formulieren, und hat versucht, eine andere Logik zu schaffen. Ja, also wir gehen davon aus, und da teilen sicherlich viele Muslime, dass sich Religion natürlich nicht per se mit einer Ideologie gleichsetzen lässt. Es gibt sozusagen ideologisierte Muslime, es gibt ideologisierte Bewegungen, aber Religion ist in dem Sinne, so wie wir sie verstehen, in dem klassischen Sinne nicht ideologisiert. Was sich aber vollkommen zu Recht beobachten lässt, das ist eine Tendenz von Politisierung in der Moderne. Also wie gesagt, seit dem späten 19. Jahrhundert. Ne? Also, und in dieser These hat eben diese Manifestation von islamischen, also islamischen Anführungsstrichen, weil die Benutzung oder die Verwendung des Begriffs islamisch ist selber ein modernes Phänomen. Also wenn man in die klassischen arabischen Dokumente guckt, dann wird man sehen, dass dieser Begriff Islamiyah, ich weiß nicht, auf Türkisch ist es wahrscheinlich Islamiyet, eigentlich erst aus dem späten 19. Jahrhundert kommt. Also früher war das in dem Sinne, wie es heute benutzt wird, also islamische Bank oder islamischer Staat, gab es als Begriffskonstruktion gar nicht. Also es ist eine Tendenz, und die problematisieren wir auch, zur Politisierung der Muslime. Und Politisierung meint in dem Sinne sozusagen, dass der gesamte islamische Diskurs und das Denken der Muslime unter sozusagen das Diktat von Politik gestellt wurde. Denn wenn man selbst wenn man einen orthodoxen Blickwinkel anlegt, eigentlich Islam oder die islamische Praxis oder auch die, sagen wir so, die Politik als gesellschaftliche Realitätin von Muslimen, die übrigens in den letzten 1400 Jahren sehr unterschiedlich war. Ne? Also die Vorstellung, es hätte historisch eine einheitliche politische Ordnung unter Muslimen gegeben, das ist einfach Humbug. Ne? Also es gab sozusagen große Reiche, oder dann gab es, das werden die Türken wissen, in Anatolien sehr viele kleine Reiche. Ne? Also die Osmanen haben ja auch mal sehr klein angefangen, die sich da untereinander ihre eigene Diplomatie gemacht haben. Es war quasi republikanische Systeme. Es gab Nomadenvölker, die eine ganz andere politische Ordnung hatten. Also es gab Monarchien, also es gab keine verbindende politische Klammer, wo man sagen kann, das ist eine politische Ordnung. Aber all diese verschiedenen Manifestationsformen von dem muslimischen Leben, von dem muslimischen Gemeinwesen, standen eigentlich unter der Klammer von sowas wie Recht. Also das kennt man auch aus der katholischen Kirche, Kirchenrecht. Im Judentum, insbesondere im orthodoxen Judentum, ist es sozusagen Halacha, also das Recht, was sozusagen die manifestierte spirituelle Lebenspraxis der Leute prägt. Aber diese neuen Bewegungen oder diese neue Politisierung hat nach unserer These dieses ursprüngliche Gleichgewicht, wo auch ganz viele verschiedene Elemente, gesellschaftliche Elemente auch eine Rolle gespielt haben, wo man, die sagen wir so einflussreich waren, dass man sogar fast von sowas wie Gewaltenteilung sprechen kann. Also auch selbst im großen Osmanischen Reich gab es sowas wie eine Gewaltenteilung, weil verschiedene Elemente eigentlich politische Macht balanciert haben. Das wurde langsam aus den Angeln gehoben. Ne? Also man könnte sagen, mit dem Beginn der kolonialen Eroberung oder aber auch mit dem Beginn der postkolonialen Befreiung hat diese Politisierung stattgefunden, und dadurch ist sozusagen dieses Denken in staatlichen Ideen und in Ideologien eigentlich in die muslimische Welt gekommen. Ne? Das ist, ich denke, das ist eigentlich relativ unumstritten. Ne? Also wenn wir zum Beispiel angucken, welche Rolle Staat
heute in den allermeisten muslimischen Ländern spielt, da muss man sagen, das ist eine Rolle, die hat der Staat selbst bei idealisierten Bildern früher nicht gespielt. Also Wael bin Halak macht das sehr deutlich, dass eigentlich es vor allen Dingen sozusagen eine lokalisierte Ordnung von Leuten war, nach Stamm, nach Stadtteil, nach Stadt. Und die wurde viel, viel mehr durch gesellschaftliche Institutionen, zum Beispiel wie Stiftungen, wie die Tarikas, wie Gilden organisiert und aber auch durch die islamische Lehre. Und das ist das. Dann ist in diesem Prozess der Moderne sind auch neue Typen entstanden, insbesondere in den letzten 30, 40 Jahren. Man könnte sagen, das ist so der Typus des Extremismus und seine gesteigerte Form des Terroristen. Die haben sich parallel dazu entwickelt. Wenn man gerade anguckt, gerade in die Frühphase 70er Jahre, frühe 80er Jahre, dann haben in bestimmten Ländern eigentlich Muslime das Verhalten von anderen kopiert. Ne? Also im Libanon zum Beispiel wurden die ersten Anschläge eigentlich von kommunistischen Gruppen ausgeführt. Die Muslime haben das kopiert. Da gab es dann noch historische Rückgriffe. Aber das ist in dieser Zeit parallel entstanden. Ne? Und das sind eigentlich dieser Typus des Extremisten und oder Terroristen, der speist sich eigentlich aus zwei Phänomenen. Also entweder haben wir Denker, Denker ist jetzt an Anführungsstrichen, haben wir sozusagen einen Diskurs, der auf die Einschränkung des islamischen Rechts besteht. Also normalerweise ist es so, in der klassischen Lehre kann man zum Beispiel gut im Bosnienkrieg sehen, also Bosnier haben sich eigentlich durchgehend sowas wie Terror verweigert. Also wenn man das vergleicht, die Bosnier haben, obwohl sie in einer lebensbedrohlichen Situation waren, haben nicht zum Mittel des Terrors gegriffen. Das heißt, da haben wir die klassische Beibehaltung des islamischen Rechts. Aber was diese neuen Bewegungen, die neuen Köpfe gemacht haben, die haben gesagt, die Situation ist so drastisch und der Gegner ist so schlimm, dass wir Ausnahmen zu diesem Recht definieren. Zum Beispiel eine Ausnahme ist der Angriff auf Nichtkombatanten. Also im klassischen islamischen Recht ist es so, bekämpft wird sozusagen der militärische Gegner, aber nicht seine Zivilbevölkerung. Da gibt es eine ganz mittlerweile doch recht bekannte viele Regelungen. Also im Grunde sowas wie Muslime rechtfertigen totalen Krieg. Kann man zum Beispiel im Nahen Osten sehen oder auch selbst Angriffe auf eigene Muslime. Wenn man zum Beispiel den Terror von Muslimen angucken in den muslimischen Ländern, dann richtet sich der ja zu 90% gegen andere Muslime. Und die werden dann als legitime Ziele definiert. Da kommen wir später auch nochmal zurück. Da hat der Jakob eben auch eine wichtige Arbeit geleistet, als er bestimmte Online-Kanäle untersucht hat, wo er gesagt hat, dass zum Beispiel der Hass auf Muslime, die nicht so denken wie man selbst, ein fester Bestandteil solcher Bewegungen ist. Und daraus leitet sich dann andere. Das ist die eine Gruppe. Und dann die andere Gruppe sind einfach Typen, die haben wir in den letzten Jahren oder sagen wir letzten 10, 20 Jahren insbesondere Europa und Amerika beobachten können. Das sind einfach Menschen, die aus einem, es gibt Experten, die sagen auch, es gibt sozusagen beim Extremisten quasi auch so einen Typus, der rechts, sich beim Rechtsextremismus und beim Linksextremismus findet und beim religiösen Extremismus. Das sind Leute, sagen wir so, mit einer sehr wackeligen Existenz, halt mit einem Fuß in der Kriminalität. Und da erleben wir oft sowas wie eine Blitzradikalisierung. Also Leute, die gestern noch getrunken haben und, ich weiß nicht, Haschisch vertickt haben, die sind dann in sehr, sehr kurzer Zeit, werden die sehr, sehr, sehr schnell extrem. Und die haben natürlich gar keine oder kaum Kenntnisse von der religiösen Grundlage. Und warum, ich sage mal so, warum beschäftigen wir uns damit? Da geht es nicht um Anbiederei, da geht es nicht darum, dass man sich für besonders toll hält, sondern es ist eigentlich im Interesse von allen, so Ideologen, Ideologien und dann ihre gesteigerte Form Terror und Gewalt zurückzudrängen. Also da, denke ich, sollte Einheit oder besteht Einheit unter allen Gesprächsteilnehmern. Und Schlüssel dafür ist, dass es eine umfangreiche Ausbildung in der islamischen Lehre braucht, um dem zu begegnen. Und dass es gleichzeitig sozusagen Kenntnisse auch bei Muslimen geben müssen. Was sind denn die Taktiken, diese Ideologien in der Moderne? Das ist ebenfalls wichtig, um zu verstehen, was da eigentlich passiert. Ne? Und gerade auch auf unsere Zielgruppe hingedacht, also junge Muslime in Europa, geht es eben darum, dass es also keinen ontologischen, also essentiellen Widerspruch gibt zwischen dem Muslimsein und dem Europäischsein und dass gleichzeitig eine europäisch-muslimische Identität kein Widerspruch sein muss. Also das ist eben auch ein Ziel dieses Projekts. Das haben auch
insbesondere Teilnehmer aus Spanien, Frankreich, Italien mit ihren Postings immer wieder klargemacht bei Open. Also wir sind sozusagen, wir sind Muslime und wir sind Muslime und wir können hier sein. Und wir müssen sozusagen unseren Beitrag leisten, auch unsere Stimme leisten. Aber es ist ganz wichtig, junge Muslime eine notwendige Widerstandskraft gegen diese Ideologien zu geben und ihnen gleichzeitig auch die Stimme und den Raum zu geben, eben ihre Stimme zu erheben als Muslime in Europa. Einen zweiten Aspekt, auf den ich gerne verweisen möchte, ich teile das jetzt auch mal eben, ich stelle das mal eben in den Chat rein, dann könnt ihr das auch nachlesen. Vielleicht vor Ende euch auch nochmal runterladen, damit es nicht weg ist. Das ist ein längeres Artikel von Olivier Rohr. Olivier Rohr ist ein Wissenschaftler aus Frankreich, der beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit Terror im muslimischen Kontext, mit der französischen Gesellschaft. Und der hat ein sehr, sehr wichtiges Interview gegeben, interessanterweise in der Neuen Züricher Zeitung, also nicht gerade in der Medium, das zurzeit sozusagen für einen differenzierten Diskurs hier bekannt ist. Und ich habe mal drei Aspekte rausgeschrieben, nämlich Religion, ihre Marginalisierung und positive Maßnahmen. Also Rohr sagt, befragt über Religion, er sagt, ich sage überhaupt nicht, dass Religion nicht wichtig ist. Sie ist zentral. Aber die Terroristen radikalisieren sich um ihre eigene Vision der Religion. Sie sind Muslime, aber Religion ist keine Evolution des Salafismus. Er differenziert da, sondern sie haben sich einen dschihadistischen Islam fabriziert, ausgehend von dem, was ich das große Narrativ nenne. Und was ist das große Narrativ nach Olivier Rohr? Dieses wurde von Al-Qaida und dem Islamischen Staat geschaffen. Sie haben sich ihr Bild des Helden kreiert, der die Leiden der muslimischen Gemeinschaft in der ganzen Welt rächt. Und dann über Frankreich konkret meint Rohr eben auch über den Salafismus. Er gesteht zu, dass es ein Problem gibt mit Salafismus in Frankreich und denke ich auch in anderen europäischen Ländern. Aber wenn man den Salafismus bekämpfen will, indem man ihn als Vorstufe des Terrorismus sieht, geht das am Ziel vorbei. Und das Gesetz, und mit Gesetz meint er hier die jüngsten Verschärfungen, die in Frankreich in den letzten Monaten nach den Anschlägen auf Samuel Paty und Nizza und anderen erlassen wurde, geht eben an diesem Ziel vorbei. Was auch ganz wichtig ist bei Rohr, Rohr sieht, es gibt ja oft so eine Diskussion, gerade unter Muslimen, also was ist Kultur, was ist Islam und ist Kultur schlecht? Und eine der Aspekte, die Rohr gerade beim Thema Kultur sieht, ist, dass er dann eine Gruppe von Leuten sieht, die insbesondere deshalb für extreme Ideologien empfänglich sind, gerade weil sie dekulturalisiert sind. Also nicht, weil sie eine besonders starke Anbindung an die Kultur haben, sondern weil ihnen gerade sowas wie eine konkrete muslimische Kultur hier fehlt. Und er macht das so am Beispiel fest, also er sagt, in der ersten Generation, also in der ersten Einwanderergeneration, die war kulturell und religiös an das, was sie aus den Heimatländern mitgebracht haben. Das war ein Anker für sie, das war ein Moment der Identifizierung, aber auch ein Moment von Festigkeit. Und sie spricht über die letzte Generation, also es ist ist nicht unbedingt eine Altersabfolge, und sozusagen die dritte Generation, die geboren worden ist, die ist schon in sowas, wie könnte man sagen, einer lokalen muslimischen Kultur verheimatet. Also da ist gar keine Frage mehr, dass man die lokale Sprache spricht, dass man sich jenseits der eigenen Herkunft beschäftigt und dass man versucht, die Dinge, die einem wichtig sind, aus zum Beispiel aus der hiesigen Kultur, mit in die eigene muslimische Kultur zu integrieren. Sondern für ihn ist das Problem die Schicht, die dazwischen liegt. Also sind die Leute, die hier in Europa als zweite Generation geboren wurden, also das heißt nicht geboren wurden und die sozusagen weder die Anbindung an die Kultur der Herkunftsländer hat, noch eine positive Anbindung an die Kultur der jeweiligen Länder, in denen sie sieht. Das ist für ihn eigentlich die problematische Schicht. Dann geht Rohr, ein zweiter Punkt, der sehr wichtig ist, spricht über die jetzigen Gesetzesvorhaben in Frankreich. Und Frankreich mag ein extremes Beispiel sein, weil sich dieses laizistische Modell mit Ausnahme von Belgien und in einigen Kantonen in Frankreich, weil es das so in Europa nicht gibt, also in den anderen europäischen Ländern, ist der Umgang mit Religion, auch mit Gemeinschaft der Religion, ein anderer.
Das ist nicht zu vergleichen. Aber doch, Frankreich hat doch eine Symbolwirkung, weil das, was in Frankreich diskutiert wird, wird gerade derzeit auch in Österreich diskutiert, auch teilweise praktiziert, Stichwort Islamlandkarte, Stichwort Islamgesetz. Wir haben es dann eben auch, und es kommt dann quasi auch mit der Zeit, auch verwässert, muss man sagen, auch angepasst, kommt dieser Diskurs zu uns. Ne? Und über den Diskurs in Frankreich, gerade auch die praktischen Gesetzesfeststellungen, sagt er, dass das eigentlich darauf abzielt, Religion zu marginalisieren. Also sozusagen, er sieht in dem französischen Laizismus, und ich denke, da kann man eben Entwicklungslinien auch in anderen europäischen Ländern zu anderen Diskursen ziehen, er sieht darin eine Marginalisierung von Religion. Und für ihn ist das ein Mitauslöser eigentlich von Radikalisierung. In dem Augenblick, in dem das Religiöse im öffentlichen Raum marginalisiert wird und damit auch die Menschen, die es praktizieren, man kann ja nicht nur einfach sagen, wir marginalisieren das Religiöse, weil es bleibt dann immer noch die religiösen Menschen, marginalisiert man auch und diese auch. Und diese, das heißt, in dem Augenblick, in dem sagen wir, legitime religiöse Identität und legitime Praxis in der Gesellschaft erschwert wird, bildet das natürlich auch einen Raum für sozusagen Radikalität von der anderen Seite. Die nämlich sagt, na Moment mal, wir haben es hier ja versucht, ne? Aber wir dürfen ja nicht. Ne? Also wenden wir uns ab. Und in dieser Abwendung, und ich glaube, das wird mir Jakob auch recht geben, das ist ein Moment, nicht das einzige, das ist ein Moment von Radikalisierung. Dann auch noch sehr wichtig ist, auf Maßnahmen angesprochen, also was er denn zu tun gedenkt oder was er als Notwendigkeit ansieht. Rohr sagt, ich zitiere, dazu braucht es positive Maßnahmen, nicht negativ. Es heißt, manche Viertel hätten sich islamisiert. Ja, warum? Weil der Staat sich verlassen hat. Drogenbanden haben dort Einzug gehalten, sie sind das wahre Problem der Banlieues. Man muss das administrative Netz ausweiten und die Gesellschaft durchlässiger machen. Als Emmanuel Macron zum Präsidenten gewählt wurde, hat er eine Untersuchung beim ehemaligen Minister für Stadtentwicklung, Jean-Louis Borloo, bestellt. Dieser hat einen sehr gründlichen Plan zur Entwicklung der Banlieues erstellt. Macron hat den Plan in den Müll geworfen. Und daher später sagt er, es gebe ein Problem in den Banlieues. Natürlich, wir haben ja nichts dagegen gemacht. Und eines der Ergebnisse unserer Desk-Analyse, also unserer Feldanalyse, also wir haben im letzten Jahr haben wir Fragebogen rausgeschickt an über 150 NGOs, muslimische Vereine, Projekte, also von muslimischer und nicht muslimischer Seite und gerade in Frankreich, also noch mehr als in Deutschland, in Frankreich, aber noch in steigerndem Maße in Italien und in Spanien wird das Phänomen von Radikalisierung oft eben auch mit einer sozioökonomischen Ausgrenzung der für Radikalisierung empfindlichen in Verbindung. Das heißt, geringere Chancen auf dem Arbeitsmarkt, auf dem Wohnungsmarkt, geringe Chancen zu sowas wie Agency, also Handlungsmöglichkeit in der Gesellschaft ist dadurch schwieriger. Und das befördert natürlich ein Stück weit auch Radikalisierung. War übrigens auch mal in der soziologischen und politischen Debatte in Deutschland, also auch noch in meiner Jugend, als ich vorher an die Uni ging, eigentlich Konsens, dass man gesagt hat, die sozioökonomischen Lebensverhältnisse von Menschen, damals ging es jetzt nicht um Islam und Muslime, prägen natürlich auch ein Stück weit ihre Sicht auf die Welt und ihre ideologische Disposition. Ist das soweit, ist meine Einordnung soweit klar oder hat irgendjemand jetzt hier an dem Punkt Zwischenfragen? Dann, wenn das nicht der Fall ist, dann würde ich jetzt mit eurer Erlaubnis zum zweiten Teil kommen. Da geht es um das Thema Radikalisierung konkret. Also einer der Kernbereiche der analytischen Arbeit, also Open geht über analytische Ansätze hinaus, über den Versuch von Erklärung hinaus, ist halt Jugend, hier muslimische Jugend, als Objekt oder als Zielgruppe von Radikalisierung zu beschreiben. Ne? Dazu haben wir die Guidelines erstellt, die stelle ich jetzt mal in den Chat. Die könnt ihr euch also jetzt auch hier holen. Einen Moment bitte. Ja. Die haben wir dazu erstellt.
Und da gibt es ab Seite 13 geht es so um Techniken, Aspekte von Radikalisierung. Ich übersetze mal eben ins Deutsche, weil ich hatte nicht mehr die Zeit, das vorher zu übersetzen. Ein Aspekt ist eine einfach simplizistische Weltanschauung und ein sehr, sehr einfaches Verständnis von Islam, also sozusagen Islam als die wahre Religion zum Beispiel. Also sehr einfache Slogans, sehr griffige Vorstellungen. Ich meine, wir kennen das eigentlich als Phänomen. In Deutschland kennen wir das auch als Phänomen von, zum Beispiel bei den Rechten, also bei rechten Gemeinplätzen, also die Ausländer nehmen uns die Arbeit weg oder durch die Flüchtlinge geht Kriminalität nach oben. Das sind also sehr einfache, griffige Slogans, die aber nie unterfüttert sind oder begründet sind. Zweiter Punkt ist der Versuch, sozusagen zu so einer ideologischen Wurzel zurückzukehren. Ne? Also die Probleme, also die Weltprobleme, oft geht es ja auch um Weltprobleme, die ja wenig mit der Realität von Leuten, von Jugendlichen konkret zu tun haben, aber auch sozusagen das eigene Unbehagen in der Welt wird sozusagen als Problem gesehen. Und dann als Lösung eine sehr einfache ideologische, also da gibt es so eine Kernideologie, die dann als Gegenmodell hochgehalten hat. Man kennt das aus dem politischen Islam, zum Beispiel gibt es den Slogan, der Islam ist die Lösung. Ne? Also sozusagen, das sind dann so Wurzelbegriffe. Das wurde als Hate Speech auch beschrieben in diesem Dokument. Also sowohl die Disqualifizierung von anderen Religionen, beziehungsweise wenn man Religion sagt, muss man auch immer sagen, Schrägstrich anderen, also Angehörigen anderer Religionen. Also das ist ein verbindendes Element davon. Und zweitens auch die Verunglimpfung, Disqualifizierung von anderen Ansichten. Also ein verbindendes Element bei diesen Radikalisierungsprozessen ist, dass eigentlich Muslime, die eine andere Meinung haben, die eine ausgeglichene Sichtweise haben, die einfach anders sind als die Leute, die diese Sachen selber vertreten, die werden sozusagen als Feind markiert. Da gibt es eine Feindmarkierung. Ich habe das persönlich zum Beispiel selber erlebt. Also wir hatten nach 9/11 habe ich an Diskussionsveranstaltungen teilgenommen und da ist dann auch der ein oder andere junge Mann aufgestanden und hat dann ganz wütend gesagt, also das, was du hier sagst, ist nicht der richtige Islam und du bist ein Feind. Also diese Feindstellung, die gibt es, daraus entsteht eine Polarisierung, auch sowohl in der Wahrnehmung als auch im Verhalten. Also das ist immer so ein Doppelgesicht, also Wahrnehmung als auch wie verhält man sich dann des sozialen Bereichs. Und dann daraus kommt es zur Konstruktion von Identitäten. In dem Fall ist es ein Wir, das immer als bedroht dargestellt wird, das immer als unter Druck dargestellt wird. Klammer auf, ich sage nicht zum Beispiel, dass es nicht in Europa, in einigen europäischen Ländern, nicht in allen und auch nicht in jedem Kontext gleich, aber natürlich gibt es zum Beispiel sowas wie Angriffe aus Muslimen, es gibt Muslimfeindlichkeit. Das leugne ich damit, aber das ist hier nicht gemeint. Was hier gemeint ist, ist, man schafft sich ein Weltbild, wo man sagt, da sind wir die Guten, und da sind sie die Bösen. Also das ist ein weiterer verbindender Charakter von Radikalisierung. Und der letzte in dieser Aufzählung ist einfach Gewalt. Also Gewalt, das muss nicht unbedingt heißen, dass die Leute, die an dieser Radikalisierung beteiligt sind oder die vorangehen, selber gewalttätig sind. Das ist wahrscheinlich nur eine sehr kleine Minderheit, sondern es geht darum, dass sozusagen Gewalt grundsätzlich mal als ein legitimes Mittel für die Verteidigung und Verbreitung der eigenen Ideologie bezeichnet wird. Also Gewalt ist ein Aspekt, selbst wenn sie sozusagen nicht ausgeübt wird, selbst wenn nicht zu ihr aufgerufen wird, aber sie gilt sozusagen als legitimes Mittel. Das haben wir auch nicht nur im salafistischen Spektrum gehabt, also es gab zum Beispiel mit Beginn der zweiten Intifada gab es zum Beispiel das berühmt-berüchtigte Fatwa von Qaradawi, wo er gesagt hat, also Selbstmordattentate sind legitim im Kontext von Palästina. Ne? Hat es auch betont, das gilt nur für Palästina. Aber was er damit zum Beispiel gemacht hat, obwohl er selber nicht zu Gewalt in Europa aufgerufen hat, er hat die Tür geöffnet, dass man sozusagen in dem Moment, in dem man eine Ausnahmesituation definiert,
man gleichzeitig auch legitimiert ist, sozusagen die Grenzen, eigentlich die definitorischen Grenzen zur Gewaltanwendung im islamischen Recht zu überwinden und einfach sagen, jedem, der einem am Ende nicht passt, gewalttätig angreifen kann. Also das ist, da, also da geht's nicht nur, da gibt es auch Vorstufen, die vor dieser realen Gewaltausübung stehen. Ich möchte jetzt ganz kurz überleiten zu Ahmed Aydin, der uns ein bisschen was zur Radikalisierungsgeschichte, also Radikalisierungsgeschichte im Sinne, also Beschreibung einer Radikalisierung erzählen will. Wo ich das tue, möchte ich Ahmed Aydin gerne vorstellen. Ahmed Aydin ist kurz vor dem Abschluss seines, also hat seinen, soweit ich weiß, seinen Bachelor in Literaturwissenschaften gemacht. Möchte jetzt oder schreibt gerade an seiner Masterarbeit, ist spezialisiert auf Literaturgeschichte, also ist wirklich unglaublich belesen, was die Deutsche, zumindest so den 18. bis 19. Jahrhundert, Ahmed, ich weiß nicht, wie fit du bist im 20. Jahrhundert, aber zumindest 19. 20. Jahrhundert kennt er sehr gut, also viel, viel besser als ich. Er kennt sich unglaublich gut aus mit muslimischer Dichtung, also Hafez, Rumi und anderen. Und schreibt auch, hat auch, glaube ich, gerade seinen ersten Divan fertig geschrieben, der noch auf seine Veröffentlichung wartet. Und was ganz wichtig ist, Ahmed Aydin macht eine sehr wichtige Basisarbeit im Niedersachsen, im östlichen Niedersachsen, wo er halt wirklich zu muslimischen Jugendlichen auch über die Dinge, die ihm am Herzen liegen, spricht und ihnen auch eine neue Perspektive öffnet. Also ohne langes Gerede möchte ich jetzt zu Ahmed Aydin übergeben. Mach bitte mal dein Mikrofon an. Und ich gebe einfach mal den Bildschirm frei. Also nicht meinen, sondern, warte mal, ich mach das mal kurz. Ja. Hast du es jetzt, Ahmed? Ich glaube schon. Und ja. Also ich könnte dich erzählen. Okay. Warte jetzt. Zack. So, jetzt müsste es. Da ist es. Okay, sieht man das hier, ne? Mhm. Genau. Ich werde euch jetzt inshallah was zu einer Geschichte erzählen und dann, was ich durch, also nicht nur in dieser einen Geschichte quasi erlebt habe an Erfahrungen, sondern auch was in Vorträgen, die ich in der Moschee gehalten habe, wie dann solche, die eigentlich in salafistisch geprägte Moscheen gehen, wie sie dann, wenn sie bei meinen Vorträgen waren, auch gewisse Fragen geantwortet haben. Ja. Und zu dem Kontext, wo ich bin in Braunschweig, Salzgitter. Braunschweig ist eine Hochburg von Salafisten, Wahhabiten. Abul Bara, der im Internet sehr viel vorsorgt, ist hier in Braunschweig. Ja, der ist hier aktiv. Ich habe das nicht gehört. Nochmal bitte. Ich höre dich. Die Schwester sagt, glaube ich, irgendwas zu mir. Nee, sorry, ging was anderes. Okay, Entschuldigung. Okay. Auf jeden Fall, Braunschweig ist halt quasi so eine Hochburg für die Szene. In Braunschweig, in Berlin wurde eine Moschee sogar geschlossen und die da jetzt nicht mehr reden dürfen, reden jetzt hier bei uns. Ja, also in Braunschweig. Das heißt, wenn ich mit Jugendlichen rede, ist es sehr, sehr, also wirklich zu über 80% wahrscheinlich, dass die mal in so einer Moschee waren. Ja. Genau, und was eben, deswegen habe ich es jetzt Entfremdung genannt jetzt. Entfremdung führt zu Extremismen, weil diese Menschen oft, und da werde ich gleich auch reingehen, halt wirklich entfremdet von anderen Menschen sind, die nicht so denken. Sie bleiben immer unter sich, so hier in der Gegend. So, aber jetzt fange ich an, wie was folgt. Erstmal ein folgenreicher Vortrag, da werde ich erzählen, was dass ich mal einen Vortrag mache. Über Rumi und bei dieser Vortrag hat er halt Folgen, ja, und darüber werde ich erzählen, das ist dann die Geschichte, die ich erzählen möchte, und dann als zweites kommt dann, Rumi ist ein Kafir, so ein Symbolgestalt, also das eines der ersten Dinge, das werde ich dann auch gleich ausführen, ist, erstmal müssen wir Rumi zum Kafir erklären, dann können wir weitermachen, so ist eine der gängigen Abläufe hier. Dann ist die zweite Frage, oder eine der Fragen, die ich dann gestellt habe in der Moschee beispielsweise, wie kann ich ein besserer Muslim werden? Und da haben die Personen, die halt in diese salafistisch geprägte Moschee gehen, bestimmte Antworten, wie ich das machen kann. Und dann, das wird auch alles nicht so lange dauern, ja, wie es dauert höchstens 20 Minuten jetzt. Ne? Dann einmal, das letzte noch Moscheen, Orte der Deradikalisierung. Und da werde ich auch einmal Kritik an den Moscheen üben, in denen ich, also ich nicht im Sinne einer diesen Schuld, sondern ich bin selbst dort. Was fehlt dort?
wie können wir noch besser deradikalisieren? Ja, da, in dem Sinne. So, und jetzt hatte ich einmal kurz die Geschichte. Also ich wollte im, das war vor 2 Jahren, 2019, ja, großer Geburtstag, Rumi, 745 Jahre. Und da wollte ich im Dezember, 17. Dezember, einen Vortrag halten in einer Moschee. Und dann habe ich das, natürlich wurde das geteilt in sozialen Medien, dieser Vortrag. Und einer der Brüder dort hat dann das mitbekommen. Er hat aber vor meinem Vortrag, einige Wochen vorher, hat er angefangen, die salafistisch geprägte Moschee zu besuchen. Und es hat sich wirklich, ich weiß nicht, ob die das beim Eintritt da schon einem unterschreiben, dass man nur zum Kaffee erklären muss. Auf jeden Fall, nach wenigen Tagen hat er mich dann angeschrieben, dass mit der Poesie, da kann irgendwas nicht stimmen, sagt er zu mir auf einmal. Und dann ist er dann auf Rumi eingegangen, weil den zitiere ich ja auch, wenn ich nicht direkt einen Vortrag über ihn halte, zitiere ich ja den manchmal. Und dann habe ich den, da war es dann aber nur er, sein Leben, sein Werk, seine Wirkung und so weiter. Und er hat dann gesagt, ich würde das gerne hören und werde auch kommen, hat er gesagt. Und dann war er natürlich nicht da. Und er war nur nicht da. Er hat dann auch angefangen, Rumi zum Kaffee zu erklären in den sozialen Medien. Und auf einmal habe ich, als ich diesen Vortrag halten wollte, aber auch von den Leuten in der Moschee, die nicht salafistisch geprägt sind eigentlich von den Jugendlichen, Zitate zugeschickt bekommen von Rumi, die angeblich ausweisen, dass er ein Kafir sei, also ein Nicht-Muslim sei. Und dann habe ich, darauf gehe ich ein, was ich zugeschickt bekommen habe, das ist auf der nächsten Folie. Auf jeden Fall in Kurzform ist es dann so gewesen, dass der Jugendliche zu einer salafistisch geprägten Moschee, in die Moschee gegangen ist, regelmäßig. Und dann hat er dort den richtigen Islam gesehen, hat den Islam als etwas Niederträchtiges demaskiert und wurde zum Nicht-Muslim. Und hat dann überall geteilt in den sozialen Medien, Videos, wie er in der Diskothek ist, wie er, ja, das Erste, was man machen musste, ja natürlich mit Frauen zusammen sein, wenn man kein Muslim mehr ist, also hat er gleich sich Frauen gesucht, wenn er zusammen war, hat darüber erzählt, gemacht und hin und her und hat den Propheten angefangen zu beleidigen. So, Monate später hat er sich dann vor allem bei allen entschuldigt, er hat gesagt, dass er auf dem falschen Weg war, dass er nie wieder in die salafistisch geprägte Moschee geht, dass es doch nicht der richtige Islam war, den er kennengelernt hat. Und jetzt, Alhamdulillah, fragt er mich auch regelmäßig, wo ich meine Vorträge halte. Und das ist eine komische Geschichte wirklich. Also ich war selbst über, also war verrückt. Aber was von Rumi ist das Komische? Und was ist eben der Fehler, den man macht bei ihm dann, diese Jugendlichen? Wie schafft man es, wie soll ich davon zu überzeugen, dass sein Mann, wo ich mir auch die Frage stelle, warum immer er? Aber warum immer direkt er? Und da merkt man wirklich, was für ein Symbol Rumi ist. Ja, wirklich ein ganz großes Symbol. Ja, und hat mir ein Freund das geschickt. Ja. Siehe, ich starb als Stein und stand als Pflanze auf. Und das ist übrigens einfach aus dem Internet. Ich kenne nicht mal die Quelle dazu. Also das ist aus dem Internet, wenn du Rumi eingibst, Zitate, aphorismen.de, da kommt so ein Gedicht. Ja. Und da findet man sowas. Also deswegen, es ist wirklich, das geschieht zum Beispiel im Internet, dass man dann auf einmal sowas über Rumi denkt. Siehe, ich starb als Stein und stand als Pflanze auf, starb als Pflanze und nahm dann als Tier den Lauf. Starb als Tier und ward ein Mensch, was fürchte ich dann, dadurch sterben ich nicht minder werden kann. Und so weiter. Was hier dann gesagt wurde, und da merkt man, wie brillant diese Menschen sind, jetzt natürlich ist das jetzt nicht ehrlich, also ist das humorvoll gemeint, damit wurde mir gesagt, ist Rumi ein Anhänger der Evolutionstheorie. Ja, also Rumi unterstützt Darwin, wurde mir dann gesagt. Und dann habe ich überlegt, weißt du, wovon die gelebt haben? Können die sich getroffen haben oder so? Das wusste er auch nicht. Und das ist traurig, also wirklich so weit zurück. Also man denkt gar nicht drüber nach, was man da sagt. So war es hier der Fall, ja. Und dann habe ich dem einen Bruder, der regelmäßig in der Moschee jetzt eigentlich ist, wo ich auch mal regelmäßig Vorträge halte, ich habe den dann gefragt, Bruder, weißt du eigentlich, wann Darwin gelebt hat? Der hat mich dann gesagt, nee, weiß ich nicht, sagt er. Meine ich, du weißt schon, dass er im 20. Jahrhundert gelebt hat, sage ich dann. Oh, dann kannte der den ja gar nicht, sagte er. Meine ich, guckst du das überhaupt nach, was du da erzählst den ganzen Tag, habe ich dann gefragt. Und der meinte, nee, hätte ich mal machen sollen, sagte er dann. Das heißt, in religiösen Themen, das ist halt meine Erfahrung, hört man auf, den Verstand zu benutzen. Es steht ja da. Ja, und es steht da, also ist es ja richtig. So, und dann habe ich den erklärt, wie könnte das gemeint sein? Dann habe ich in einem Vortrag auch darüber mal gesprochen, nicht in dem direkten Rumi-Vortrag, den ich da gehalten habe, sondern in einem anderen Vortrag. Und die meisten wollen sich darauf keinen Reim machen. Dann sage ich immer, du, wenn du dich darauf keinen Reim machen kannst, dann lass es einfach sein, beschäftige dich nicht damit. Aber rede es auch nicht schlecht, denn es gibt Menschen, die können sich darauf einen Reim machen. Und dann sage ich eine Fetwa, die es auch im Deutschen gibt, im westöstlichen Divan von Goethe, nämlich die
heißt das Gedicht von Goethe sogar Die Fetwa, ne? Und er hat eine Fetwa von Ebu Sud Efendi, einem der größten Sheikhul Islams des Osmanischen Reiches, ins Deutsche übertragen, also in Versform übertragen. Er hat es bei Hermann Pochschall gelesen. Und da steht, wie man mit Dichtung umgehen soll, die man nicht versteht. Nämlich, man soll die Finger davon lassen. Das sagt Ebu Sud Efendi. Und das hat Goethe im deutschen, die westöstlichen Divan dann auch. So, und dann frage ich sie halt, okay, nimm mir mal Rumi nicht. Wie kann ich ein besserer Muslim werden? Das ist dann die Frage. Und da ist die Antwort ganz, ganz simpel. Ich muss Hadithe lesen, ich muss Geschichten über die Prophetengefährten lesen. Das sind die Antworten. Und dann zitiere ich manchmal ein Hadith, dann, was ich selber nicht verstehe. Ja, das habe ich damals irgendwann auch mal gelesen. Was für Verwirrung sorgt. Ich habe irgendwann mal gelesen, dass, also es gibt halt verrückte Hadithe auch, ja, muss man sagen, wir sind keine Hadith-Experten. Da stand dann, töte den Hund. Und da habe ich überlegt, okay, was heißt das jetzt? Soll ich jetzt Hunde töten? Dann habe ich überlegt, damals, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, kann nicht sein, verstehe nicht, habe ich weggepackt. So. Und dann habe ich die Jugendlichen gefragt, was machst du mit so einem Hadith, wenn du Hadithe lesen musst? Und die hatten keine Antwort darauf. Ja, und dann habe ich gefragt, sag mal ein paar Hadithe, die dir wichtig sind, dann zählt er welche auf. Und dann ist das zu beobachten gewesen, dass Folgendes ist, nämlich, du musst die Hadithe selber deuten, wurde gesagt sogar, ja, und wird auch gesagt. Du liest sie, damit du sie umsetzen kannst. Du musst Bukhari selbst lesen, deswegen gibt es ihn ja zu lesen. So, und dann habe ich meine Methoden, das zu entkräften, aber wenn die Leute drin sind, dann sind sie halt drin. Und das andere ist halt Prophetengefährten, die Geschichten lesen. So, dann frage ich die meistens, ob sie einer Messe, einer Schule der Deutung, ne, so nenne ich das am liebsten, aber im Gewöhnlichen sagt man eine Rechtsschule dazu. Ich sage meistens, es ist eine Deutungsschule, also eine Methodik, etwas auszulegen. Und folgst du dann einer dieser Schulen, frage ich dann. Und dann heißt es meistens Ahmed ibn Hanbal. Und das ist dann eines der ersten Zeichen dann auch. Okay? Erstmal muss man, wenn man eine Messe annimmt, sofort die von Ahmed ibn Hanbal einnehmen. So. Und was dann folgt, ist halt selber interpretieren, selber deuten und die, die es nicht zur Hand haben, als ein Neuerer bezeichnen. Ja? Und das, was am meisten fehlt, und das ist ein Hauptkennzeichen, das ist das Hauptproblem, sind Kontexte. Also so eine Aussage von Rumi wird nicht kontextualisiert. Es ist, man macht es nicht, weil sonst würde es auch das eigene Bild, das Islambild in Frage stellen. Es wird nicht kontextualisiert. Hadithe beispielsweise. Das ist eine Sache, mit der ich die dann schockiert habe an dem beiden einen Vortrag. Ich meinte dann, wer kannte denn am meisten Hadithe auswendig, habe ich gefragt. Man wurde mir gesagt, Ebu Huraira. Radiallahu anhu. Dann habe ich, okay, nimm mir mal Ebu Huraira, kannte die meisten Hadithe. Warum war dann Umar radiallahu anhu oder Aisha radiallahu anhu oder Ali radiallahu anhu, die wesentlich weniger Hadithe, also vor allem jetzt nicht Adat Aisha radiallahu anhu, die hat auch sehr viele, aber die anderen, Abu Bakr radiallahu anhu, Umar radiallahu anhu, warum haben die so wenig Hadithe überliefert, habe ich dann gefragt. Warum haben die aber im Urteil eine größere Stellung als Ebu Huraira gehabt? Wie kann das sein? Und darauf wollen sie keine Antwort geben. Da sind sie auch schockiert und wissen es nicht, weil laut der Logik sage ich dann, mehr Hadithe, mehr Urteilskraft heißt ja, je mehr Hadithe ich kann, umso urteilskräftiger bin ich. Klappt da ja irgendwie nicht anscheinend. Und dann höre ich auf einmal dann zum ersten Mal die Frage, was ist denn eigentlich die Quelle von dem, was du da sagst? Dann finden auf einmal die Quellen wieder, gewinnen sie an Wert, ja, wenn ich dann so etwas sage. Und das habe ich auch immer dann erlebt. Immer dann, wenn ich etwas sage, was nicht ganz bekannt ist, dann auf einmal gewinnt die Quelle an Wert. Genau. Und das ist so das Gängige, was ich halt erlebe leider. Ja, also es ist immer das mit Hadithen. Man muss sie selber lesen, ohne zu kontextualisieren. Ja? Und auch in Dichtungen ist der Kontext nicht wichtig. Was ich zum Beispiel dann oft bringe und das habe ich dann auch gesagt in vielen, vielen Vorträgen. Warum habt ihr einen größeren Respekt vor Johann Wolfgang von Goethe als vor den Propheten, frage ich die Leute manchmal. Die gucken mich an und lachen dann. Wie kann das sein, dass wir Goethe mehr respektieren als den Propheten? Sage ich, wenn ich jetzt euch ein Goethe-Gedicht gebe, sage ich, würde keiner von euch wagen, in meiner Anwesenheit das zu deuten. Da stimmen alle zu, weil sie wissen, ich habe Germanistik studiert. Und dann sage ich, warum wagst du es dann, das Hadith des Propheten zu deuten, wo du noch nicht mal Arabisch kannst, nicht das Arabisch der Zeit des Propheten kannst und nicht das Arabisch der vorislamischen, vormuslimischen Zeit kennst? Wieso wagst du es dann, das zu deuten?
Und dann werden die Augen meistens groß. Einige konnte ich dadurch überzeugen, aber nicht. Dann bringe ich ein Beispiel. Goethe sagt, der Koran ist merkwürdig, führe ich dann an. Der Koran ist merkwürdig. Die heutige Bezeichnung oder die heutige Bedeutung des Wortes merkwürdig ist komisch, seltsam. Ja? Merkwürdig, also eigenartig, kann man sagen. Zur Goethezeit hieß das Wort merkwürdig aber des Merkens würdig. Das heißt, innerhalb von 200 Jahren, 150 Jahren hat eine Bedeutungsverschiebung stattgefunden. Also die Bedeutung hat sich verändert, eines Begriffs. Also das heißt, wenn heute jemand zu mir sagt, der Koran, Goethe sagt aber, der Koran ist merkwürdig, der war gar nicht gut, der Koran, hat Goethe auch gesagt, sage ich, nee, du verstehst den Begriff nicht. Und das kann man auch mit vielen anderen Dingen machen. Ja, dass man, damit schaffe ich erstmal so ein Staunen, erstmal in dem Sinne, dass die Leute dann anfangen nachzudenken, ey, stimmt, die Sprache, die Bedeutung kann sich geändert haben. Der Kontext, ich kenne jetzt den Kontext gar nicht auf einmal. Auf einmal fängt man an, über sowas nachzudenken. Und das ist, finde ich, das Wichtige. Ich will nicht, das ist das, was ich in Vorträgen mache, nicht da vorne sitzen und sagen, Leute, jetzt müsst ihr den Islam so verstehen, wie ich das sage, sondern nehmen wir mal ein Verständnis an. Ich nehme das jetzt auch an, aber ich hinterfrage es jetzt, sage ich. Dann mache ich diese Dinge. Ja? Nämlich die Gefahr davon, auf Deutsch das Hadith einfach zu lesen, zu deuten. Und dann findet ein Denken statt bei den Jugendlichen. Ja? Und das ist die Methode, die ich verfolge und mit der ich auch nicht wenig Erfolg hatte hier. Ja? Und vor allem, das ist, erlebe ich hier halt, es ist halt, ich habe ja auch diesen Blog flügelwind.com und der ging, hat dann noch seine Runde gemacht hier in der Gegend und dann hieß es von den salafistisch geprägten Leuten meistens, ja, der Flügeltyp da, ja, so, der von Gedichten und so redet. Und das ist eben das Ding. Und da würde ich jetzt, das zur letzten, und da sage ich, da liegt ein Fehler oder ein Mangel in den Moscheegemeinden an sich. Ja? Wie gesagt, ich bin auch jemand, der in die Moscheegemeinde geht. IGGMI, Dianet, DMK, die sind hier und alle in der Umgebung. Aber was geschieht da nicht? Und das ist eben der Punkt. Die Fragen, die ich gerade gesagt habe, warum bin ich doch einer, der Darwins Theorie befolgt, die kamen von einem Menschen, einem Jugendlichen, der in einer nicht radikalen Moschee aufgewachsen ist. Ja, der ist aufgewachsen, aber der hat keine Antwort darauf gehabt. Jetzt, wirklich, der war regelmäßig, also es gibt hier im Kindergarten sogar, ja? Also Kindergarten, nicht so ein Kindergarten, dass man mal die Woche hingeht, sondern am Wochenende geht man da immer hin hier. Arbeiten auch mit dem Staat zusammen, hier in Braunschweig, ja? Also mit dem Land und mit der Region. Und trotzdem ist jemand, der dort regelmäßig hingegangen ist, so, dass er sich diese Fragen, also keine Antwort auf solche banalen Fragen hat. Und da habe ich gesagt, das sage ich auch öfter, das Problem folgendes. Es gibt einen Satz von Osman Rutopbash. Er sagt, Gesellschaften haben ihre Wörter mit drei Bestandteilen gewährleisten. Religion, also Din, Sprache, Literatur, Dil, ja, in eigener Übersetzung ist das jetzt, und Tarih, also Geschichte. Und in den Gemeinden wird immer und immer und immer wieder eins gemacht, nur über Religion geredet. Und wenn wir über Religion reden, aber auch nur Koran und Sunna, mehr nicht. Hört sich mal komisch an, wenn ich das sage, weil das ja die Quellen sind. Aber Bukhari hat sein Buch nicht für mich geschrieben. Er hat sein Buch für die Experten der Hadithe geschrieben. Ja? Das ist ein Buch für Experten darin. Ja? Ich bin ein Laie. Was soll ich mit dem? Für mich gibt es immer Nawawi mit den 40 Hadithen vielleicht. Ja, das kann ich mir geben. Sowas ist für mich. Ich bin das Publikum für diese Art von Werk. Und das sage ich dann. Nämlich, dass man die Religion hat und dann auch die Geschichte kennt. Die Geschichte muss man warum kennen? Das erkläre ich dann auch manchmal. Aber eben findet das keine große, also keine große Anerkennung, das muss man wirklich sagen, leider. Ich werde kritisiert dafür, dass ich das sowas sage. Ja, das ist leider sehr schade. Und so geschieht das, was Stefan gerade gesagt hat, Stefan Rabe, nämlich, dass man was hat, die Kultur, die man noch von seinem Vater kennt, schützt vor der Radikalisierung. Aber wenn jetzt niemand kommt, du musst die Kultur von der Religion trennen, dann machen die das und radikalisieren sich, weil sie auf einmal die schützende Kultur nicht mehr haben, ihre Eltern. Die Eltern sind jetzt nicht mehr Dings, das schützende Element. Weil die sind dann auch, das wurde mir auch sofort gesagt, meine Eltern sind auch nicht richtig, die sind auch nicht recht geleitet. Das hat dann der Kollege, der sich radikalisiert hat und dann Monate später wieder bereut hat, auch direkt gesagt. Ja? Und das auch zu sehen, das habe ich dann später herausgefunden, er hat keinen Vater, ja, also lebt getrennt von seinem Vater, nur bei seiner Mutter, die kann sich nicht kümmern, weil sie arbeiten muss regelmäßig. So, und da ist dann wieder das zu sehen, dass das schwache soziale Umfeld, das ihn auch nicht dann auffängt in der Moschee wirklich, weil er die Antworten nicht bekommt, sondern er einfach nur sieht, wie man da Fußball guckt, wie man da immer zockt regelmäßig, was okay ist, aber was ihm gefehlt hat, hat er mir gesagt, ich habe kein Wissen bekommen, sagt er. Und da habe ich Hadithe bekommen, sagt er. Hat mir was gegeben, hat er gesagt.
Und da sage ich halt, so eine Sache, Religion, Sprache, Literatur, Geschichte, dass man diese drei Aspekte versucht mitzugeben. Wie ist jetzt die Frage, wie macht man das? Das weiß ich nicht. Aber wenn ich im Gespräch bin mit den Jugendlichen, versuche ich jetzt, Sachen zu kontextualisieren. Eine Vetter von Ebu Suud Efendi beispielsweise benutze ich, weil ich weiß, warum sage ich das, kann man auch sagen, was hat das mit Osman Scheich jetzt zu tun? Ich weiß, dass sie das feiern. Also das machen die Jugendlichen, auch wenn sie nicht wissen, was das bedeutet. Also nämlich nutze ich das, wo ich weiß, das feiern sie, und benutze das, um sie halt eben zu deradikalisieren ein bisschen. Ne? Also, um da Vorbeugearbeiten, Präventivmaßnahmen zu ergreifen damit. Ich nutze quasi, kann man wirklich sagen, die Liebe zieht dazu aus. Aber im positiven Sinne, muss man sagen. Ja? Weil ich weiß, das schützt davor. Und da wird halt keine Aufklärung betrieben, wirklich, ja, dass man das macht. Und jetzt zum Abschluss kann ich dann das jetzt sagen, es gibt das eine Hadith, das kennen wir ja alle wahrscheinlich, wenn du etwas Schlechtes siehst, dann beseitige es mit der Hand. Wenn du das nicht kannst, mit der Zunge, wenn du das nicht kannst, dann verurteile es im Herzen. Da habe ich auch gefragt, was heißt denn das? Und da kann man auch antworten, wie, ja, du musst hingehen und ne, so. Deswegen gibt es ja die Liestände. Ne? Also, und dann sage ich, ja, habt ihr schon mal eine Deutung davon gelesen, von einem Gelehrten von früher irgendwann? Und dann frage ich, da ist meistens die Antwort nein. Und dann sage ich, im 11. Jahrhundert hat der hanifitische Rechtsredner Ebu Leys Semerkandi ein großes Buch geschrieben, Tenbihul Ghafilin, die Mahnung der Achtlosen. Und da deutet er das halt dies wie folgt, habe ich dann den Leuten halt mal zitiert. Ja? Nämlich, mit der Hand etwas zu machen, obliegt der Staatsgewalt, sagt er. Mit der Zunge obliegt den Gelehrten, den Predigern. Und im Herzen ist für uns das Volk bestimmt. Ich kann etwas nicht gut finden, jetzt kann ich im Herzen nicht verurteilen, aber wer bin ich denn, dass ich jetzt zu anderen gehe? Ich hab die Befugnis gar nicht. Wenn es ein Freund ist, kann ich ihm auch was sagen, ja, aber warum soll ein Fremder auf mich hören? Also ist doch nicht, würde ich auf einen Fremden hören, ist dann die Frage. Ja? Und dann, das habe ich dann gesagt, dann war dann die Frage, wann hat der gelebt, wo hat der gelebt? Ja, so. Dann sage ich, gut, dann nehmen wir einen anderen aus dem Osmanischen Reich. Ja? Also zu der Zeit des Osmanischen Reiches. Und Imam Sharani findet Anerkennung im Osmanischen Reich. Er war manchmal, glaube ich, auch im Konflikt. Aber auf jeden Fall findet er Anerkennung im Osmanischen. Also auch dann, nachdem er verstorben ist, seine Bücher gibt es auf Türkisch und auch im Osmanischen Jazdis, vom Sharani. Und der sagt genau dasselbe, genau dieselbe Deutung wie Ebu Leys Semerkandi. Und das führe ich dann auch wieder an. Und damit stellt man den Kontext wieder her. Und diese Kontextualisierung, auch wenn man durch die familiäre Kultur geschützt ist, findet aber auch in der Moschee momentan nicht statt. Und das ist das Problem. Und das ist auch das Schwere, weil einem dann, und das ist hier deswegen, dass dieser Aspekt hier, kein Wissen, das schützt. Man hat kein Wissen, das einen schützt, wenn man dann so etwas hört. Und das ist, ja, das ist das Problem. Und eben diese Kombination von Religion, der Sprache, der Literatur und der Geschichte, dass man da kontextualisiert. Das ist, denke ich, ein wichtiger Schritt, aber das genau zu präventiv. Du fiel dann erstmal von meinem Vortrag. Okay, ich denke, ich werde es von dir wieder übernehmen. Vielen Dank, Ahmed. Ich komme gleich zum Ende hin nochmal zu einem Aspekt auf dich zurück. Ich denke, du hast dann einen sehr wichtigen Punkt angesprochen. Ich möchte jetzt sozusagen zum dritten Teil, letzten Teil von dem heutigen Abend übergehen und gibt es einige Anknüpfungspunkte in dem, was Ahmed Bey gesagt hat, aus seiner persönlichen Erfahrung von Mitradikalisierung, die tatsächlich nochmal eine andere ist, als wenn man darüber liest oder darüber forscht. Ne? Weil du hast dich tatsächlich mit den Leuten ausgetauscht, du hast sozusagen die Szene, einen Blick in die Szene bekommen. Ich selbst kann zum Beispiel sagen, ich bin vor der Pandemie bin ich eigentlich mindestens einmal im Monat in Hamburg gewesen, weil ich da Vorträge, Medienvorträge in einer muslimischen Gemeinde gemacht habe. Wir sind immer vorher oder nachher in so ein sehr schönes Lokal gegangen. Und da war wirklich jedes Mal, wenn ich da war, gab es irgendwie so einen Tisch, an dem saßen so ein, zwei Kracher, also so eher 25- bis 30-Jährige. Und dann so saßen um sie herum so 20- bis 15-Jährige. Und es war immer so eine Situation, wo die Kracher halt den jungen Leuten im Grunde so ihre Sichtweise von Islam erzählt haben. Und das, manchmal war das, sagen wir so in Anführungsstrichen, normal, aber manchmal waren das schon Situationen, wo ich mir jetzt gedacht hätte, wenn du jetzt nicht alleine bist, sollst du aufstehen, sollst du was sagen? Habe ich dann nicht gemacht, weil
ja auch dann eher alleine bin und auch keinen Konflikt will. Aber man sieht natürlich, das sind Prozesse, die stattfinden. Und eine der an uns gestellten Fragen, hat auch der Jakob eben auch sehr, sehr viel zugetan, ist eben die Frage, wo finden diese Prozesse statt? Ne? Also ist es online, ist es offline? Ne? Also das ist so die Frage. Da gibt es sicherlich keine eindeutige Antwort. Also der Effekt des Internets auf jugendliche Muslime, auf junge Muslime, auf Muslime generell, auch über den Radikalisierungsprozess hinaus, der ist evident, der ist auch nachgewiesen worden. Den sieht man auch sozusagen jedes Mal auf Facebook. Den sieht man zum Beispiel daran, dass Gruppen, die der Hizb ut-Tahrir nahestehen, zum Beispiel Generationen Islam, Realität Islam, junge Muslime aktiv, es schaffen also im Grunde mehr Anhänger in kürzester Zeit, mehr Anhänger, mehr Follower zu generieren als jeder etablierte muslimische Moschee-Verband, weil sie auf Emotionen ansprechen, weil sie sozusagen Gefühle von Ausgrenzung sehr gut emotionalisieren und mobilisieren können in ihrer Arbeit. Ne? Teilweise dann auch mit ganz, also daraus entsteht nichts, aber sie schaffen zum Beispiel, ging das Thema Kinderkopftuch, was ja wirklich kaum ein Problem ist in Deutschland, auch kaum ein Thema ist. Die haben es geschafft, sozusagen eigentlich mit einer unter Vorspiegelung falscher Tatsachen, indem sie gesagt hat, ja, ihr müsst jetzt alle nur diese Petition unterschreiben, dann gibt es das Problem nicht mehr. Aber die haben es geschafft, da 20.000, 30.000 Likes zu kriegen. Also Internet ist offenkundig ein Thema. Im Internet, auch jenseits von Radikalisierung, gibt es Phänomene wie Entkontextualisierung. Ne? Also wenn wir uns jetzt hier treffen, okay, das ist im Internet, aber hier sprechen reale Menschen. Ne? Wir haben jetzt gerade Ahmed gehört, der hat von Erfahrung mit Radikalisierung gesprochen oder jemand anders erzählt, sondern dann ist das eine Erfahrung, die vermittelt einen Mensch. Was aber das Internet macht, ist, dass das Wissen und die Erfahrung von den Menschen trennt und in diesen virtuellen Dschungel wirft und für jeden verfügbar macht. Also es ist eigentlich, das Internet ist eigentlich eine, und auch die sozialen Netzwerke sind eigentlich eine permanente Dekontextualisierung. Das ist ein weiterer Effekt, den es hat. Und weil es gibt natürlich auch keine redaktionellen Prozesse. Ne? Also wenn ich zu irgendeinem Holscher gehe oder zu irgendeinem Imam gehe oder zu einer gelehrten Frau gehe, die das nötige Wissen hat, die wird mir zum Beispiel, wie du gesagt hast, die wird mir für dieses Hadith, dieses bekannte Hadith, was ja oft zitiert wird, einen Kontext geben können. Aber das findet eben im Internet nicht statt. Das ist alles verfügbar. Also sozusagen jedes Hadith-Buch, jede Hadith-Sammlung ist per Knopfdruck zu erreichen. Das heißt aber nicht, dass wir notwendigerweise mehr wissen. Das heißt einfach nur mehr, wir haben mehr Informationen, aber nicht mehr wissen. Und das ist jenseits von Radikalisierung oder Extremismus ein grundsätzliches Problem, auch in unserer Community, würde ich mal sagen, in Deutschland. Aber die Fragestellung war eben, werden junge Muslime oder werden betroffen, sind ja nicht alle junge Muslime, muss ich auch immer wieder vorausschicken, wir reden hier nicht von allen jungen Muslimen, wir reden von einem kleinen, kleinen Bruchteil. Ne? Also die, was weiß ich, 97% oder 95%, die segeln durchs Leben und begegnen dem weder noch, sind sie dafür Anfänger. Und es gibt natürlich auch eine Menge junge Muslime, die haben Resilienz durch ihre Familie, durch ihre Kultur, auch durch ihre Moscheegemeinde, aber wir reden, dieser Effekt auf Einzelne ist eben da. Ne? Stichwort Sheikh Google ist ja oder Google Share, es gibt ja auch viele, die auch Konvertiten, die werden Muslime und nach einem Jahr fangen sie an, auf YouTube zu predigen. Also ist ja auch leider ein Phänomen, was wir selber kennen. Andererseits gibt es aber auch konkrete Orte, in denen sich sowas stattfindet. Das sind Freunde. Ne? Das ist der Kiez, also in der Großstadt der Kiez. Ein Punkt, von dem wir selten sprechen, der aber da ist, Gefängnis. Also in Großbritannien, in Frankreich, in den USA, aber auch in Deutschland, gibt es auch sowas wie den Raum von Gefängnis, ne? Weil da auch nochmal ganz, 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 ganz drastische Prozesse in dieser Ausnahmesituation ja sowieso stattfinden. Es gibt sozialen Status. Ne? Also Menschen werden natürlich auch, gerade wenn sie keine Resilienz haben, wenn sie keinen Ausdrucksweg finden, mit ihren Erfahrungen umzugehen, werden natürlich allein schon durch ihren sozialen Status, Arbeitslosigkeit, geringeren Bildungserfolg, geringeren Zugang zum Arbeitsmarkt, so Wohnungsmarkt, werden natürlich auch für sowas vorbereitet mit. Also das ist diese Frage, also wo werden Leute radikalisiert? Da haben wir uns mit beschäftigt, das findet sich in den Guidelines. Das ist ein PDF-Dokument, das habe ich euch eben reingestellt, also das könnt ihr euch jetzt runterlehnen. Und da haben wir eben verschiedene Fragen untersucht.
Eine Frage ist eben, von was für einem Typus Mensch oder von was für einem von was für einer Lage gehen wir aus? Da haben wir den Aspekt Internet, der tatsächlich vorhanden ist. Also wir reden hier von jungen Muslimen, von jungen erwachsenen Muslimen, die ihre Weltsicht und ihr Verständnis vom Islam vor allem über diese sozialen Medien mitbekommen. Sozusagen, die im Grunde im Internet gebildet werden, die von sich aus zum Beispiel gar nicht eine Anbindung an eine muslimische Community haben. Also mir hat das, ich habe in den frühen 2000er Jahren habe ich ein Sportprojekt gemacht mit zwei muslimischen Jugendprojekten in Berlin. Es gab also eine, die Community, die Räumlichkeit, das andere war ein Verein. Und da war eigentlich so die durchgehende Meinung der Aktivisten, die dort waren. Also die meisten Probleme haben wir eigentlich bei uns im Kiez nicht mit jungen Leuten, die fest in muslimische Communities eingebunden sind. Sondern das sind oft Kinder, die wachsen entweder in religionsfernen Kontexten aus, also zum Beispiel im türkischen Fall kemalistischen Haushalten. Die wachsen auf auch in Ehen, wo ein Elternteil nicht muslimisch ist. Also was wir ganz oft gehört haben, gerade in Berlin, in der Biografie, das sind zum Beispiel junge Männer, deren Väter sind Muslime. Die haben also einen muslimischen Nachnamen, haben dadurch auch, sagen wir so, durch ihre Herkunft auch Diskriminierungserfahren. Aber das sind dann manchmal auch Situationen, wo der Vater eigentlich abwesend ist. Vater ist abwesend, die wachsen beim nicht-muslimischen Teil der Familie auf und sind dann in einer sehr wackeligen Identitätssituation, wo sie dann relativ anfällig dafür sind, irgendwie Halt zu finden. Ne? Dann haben wir, habe ich schon gesagt, junge Muslime, die eben denen auch einfach der Zugang zu einer soliden muslimischen Bildung fehlt. Ne? Das ist oft auch, nicht immer, also man muss auch immer fairerweise sagen, nichts lässt sich verallgemeinern und auch Berlin ist nicht repräsentativ für die deutsche Situation. Also es sieht in Offenbach, Offenbach ist ein schlechtes Beispiel, aber es sieht, was ich in Bamberg oder in Koblenz oder in Sindelfingen wirklich anders aus, weil dort der sozioökonomische Rahmen ein anderer ist. Aber was eben auch passiert, ist, dass junge Muslime zum Beispiel, wenn sie in eine türkische Moschee gehen, aber keinen türkischen Hintergrund haben, also von den tradierten Wissensvermittlungen abweichen, dass denen der Zugang zu einem korrekten Wissen und damit auch zu einem balancierten Wissen fehlt. Also ich habe in Heilbronn mit einem Jugendbaschkan gesprochen, also ein Vorsitzender der Jugendarbeit hat gesagt, ja, da, bei uns war das lange, lange Jahre eigentlich alles nur auf Türkisch. Das haben sie jetzt geändert, aber er hat sozusagen einen Rückblick geschrieben, es war alles auf Türkisch. Und was dann passiert ist, all die jungen Muslime, die nicht genug Türkisch sprechen oder gar kein Türkisch sprechen, die sind alle in den einzigen Raum gegangen, einen zugänglichen Raum, wo Deutsch gesprochen wurde. Das waren zum Beispiel in der Stadt, das war eine salafistisch geprägte Moschee. Und das war ja auch der ganze Reiz dieser Bewegung, die jetzt allerdings ein bisschen abgeschwächt ist in den letzten zwei Jahren, weil die den Leuten tatsächlich auf einem sehr einfachen, auf so ein barrierefreies Deutsch, könnte man das nennen, tatsächlich auf Deutsch ihre Botschaft vermittelt haben. Und da haben die Moscheegemeinden leider Gottes geschlafen. Das ist eine Gruppe von Leuten, die, wir haben das geschrieben, irgendeine Art von Hypermoralität folgt. Das heißt, die werden durch Medien, ne, zum Beispiel nachdem Al Jazeera nach Deutschland kam, nachdem der arabischsprachige Teil von Al Jazeera in Deutschland empfangbar wurde, hat man festgestellt, dass es unter bestimmten Gruppen so eine Verschärfung gibt. Also die werden in Social Media werden die ständig, ne, jetzt auch gerade wieder hat man das gesehen im Konflikt bei den Angriffen auf Gaza oder man kann Syrien nehmen, man kann irgendwas anderes nehmen, die werden sozusagen ständig ungefiltert durch die freie Verfügbarkeit dieser sogenannten Informationen, werden die mit diesen ungefilterten Eindrücken bombardiert. Und das führt dazu eben, dass es so eine sehr hypermorale Sicht auf der Dinge gibt, also eine sehr starke, dadurch entsteht so eine sehr starke Unterschied in Freund und Feind. Was dann eben auch dazu führt, dass sozusagen der Nicht-Muslim, den man dann auf der Straße sieht, oft zum Repräsentanten für irgendein System gesehen wird, was sich für Menschen in Syrien verantwortet. Das ist ein weiterer Teil. Dann haben wir eine Gruppe von jungen Muslimen, die deren Verständnis vom Islam eigentlich mehrheitlich auf Politik basiert.
Also den sozusagen die ganzen anderen balancierenden Elemente, die eigentlich zu einem traditionellen Islambild gehört, wie Gemeinschaft, wie Ökonomie, wie Wissensvermittlung, wie Spiritualität, wie Bildung. Das ist einfach, das fehlt einfach, sondern Islam ist im Grunde, wird zu einer politischen Ideologie. Und damit sozusagen wird alles auch politisch, also in Freund und Feindstellung unterschieden. Dann haben wir eine Entwicklung, die gab es, dann haben wir einen Diskurs, der heute sehr, sehr weniger geführt wird als früher. Aber es gab lange Zeit, gerade unter sehr, sehr traditionellen Muslimen in europäischen Communities, die Vorstellung, man dürfe sich als Muslim nicht in Europa politisch engagieren. Weil wählen ist ja haram, ne? Und das sind ja alles nicht-muslimische Parteien. Und deshalb gibt es im Grunde keinen Zugang zu einem politischen Engagement. Das sehen wir heute teilweise noch dadurch verändert, wenn Muslime in Deutschland politische Parteien beurteilen, dann tun sie das oft anhand von sehr, sehr wenigen Faktoren. Ne? Also ein Beispiel zu nennen, was mir häufiger begegnet ist, zum Beispiel türkischstämmige Muslime beurteilen die Partei Die Linke anhand von der Position einiger Mitglieder gegenüber der Türkei und der kurdischen Politik, der Politik gegenüber den Kurden. Das ist für sie dann der Maßstab. Dabei sehen Sie zum Beispiel, dass gerade die Linke, also Politikerinnen wie Ulla Jelpke oder Christina Buchholz, ziemlich stark gegen Muslimfeindlichkeit engagiert sind. Oder dass die Linke, wenn man mal sieht, wo viele Muslime ihren sozioökonomischen Schwerpunkt haben, eigentlich Politikvorschläge machen, die vielen muslimischen Familien entgegenkommen würde. Das ist, Politik wird anhand von einigen hochemotionalen Aspekten markiert und dadurch versperren sich Muslime im gewissen Sinne jetzt neben allen Ausgrenzungen und Erfahrungen einfach den Zugang zu Politik. Das ist das eine. Hinzu kommt, kürzlich gab es in NRW, also bei der letzten Kommunalwahl, hat mir ein Freund mal so ein Datenblatt gezeigt aus einem Stadtteil in Bonn, ne? Bonn-Tannenbusch. Also wer aus NRW ist oder NRW kennt, weiß, Tannenbusch ist so ein Stadtteil mit einem sehr, sehr hohen Anteil von muslimischstämmigen Migranten, beziehungsweise Muslimen mit Migrationshintergrund, von denen doch relativ viele die deutsche Staatsbürgerschaft haben. Aber die Wahlbeteiligung in diesem Stadtteil bei der Kommunalwahl lag bei 13%. Das ist ein Trend, der betrifft nicht nur Muslime, sondern der betrifft eigentlich, das wird der Jakob bestätigen können als Politikwissenschaftler, der betrifft eigentlich die ganze Gesellschaft. Also dass immer weniger in Deutschland bei Kommunal- oder Regionalwahlen oder auch in Europa teilgenommen wird. Frankreich hatten sie gerade eine Regionalwahl, da war auch die Wahlbeteiligung extrem niedrig. Ironischerweise sind das aber eigentlich die Wahlen, zum Beispiel als Muslim gedacht, die eigentlich am wichtigsten sind. Weil wenn es darum geht, Baugenehmigungen für Moscheen, für muslimische Grabfelder, für also im Grunde 95% der politischen Entscheidungen, die uns als Muslime konkret betreffen. Ich rede nicht vom gesamtgesellschaftlichen Diskurs oder von irgendwelchen Entscheidungen. Die finden eigentlich höchstens auf der Landesebene statt. Also Bildungspolitik zum Beispiel ist eine deutsche Ländersache, nicht Bundessache. Bauordnung ist Lokalfrage. Das sind alles Fragen, die uns betreffen. Aber wir haben uns sozusagen sowohl aus Gründen des allgemeinen Desinteresses, also des allgemeinen Bevölkerungsdesinteresses, aber auch aus bestimmten Vorurteilen, Missverständnissen, haben wir uns sozusagen eigentlich diesem Engagement, diesem zivilgesellschaftlichen Engagement entzogen. Dann haben wir junge Muslime, die sich nicht in Europa zu Hause fühlen. Also die sozusagen, die sich nicht in Europa zu Hause fühlen. Und das ist ein sehr, sehr, die sind zum Beispiel sehr stark unterschieden von der ersten Generation. Ahmed vielleicht oder auch andere werden das bestätigen. Die sind nicht hergekommen mit der Absicht, auf Dauer zu bleiben. Aber das hat ihnen auch einen gewissen Schutz gegeben. Das heißt, sie haben sozusagen die Verhältnisse, unter denen sie hier waren, deutlich leichter ertragen, weil ihnen klar war, okay, das ist nicht von Dauer. Es hat sich dann herausgestellt, dass es für viele doch von Dauer ist. Aber sozusagen, es war für sie kein Problem, hier zu sein. Aber wir haben jetzt Teile einer Generation, die sich einfach nicht hier zu Hause fühlt, durchaus auch aus guten Gründen, und die dadurch auch verschiedenen Formen von Identitätspolitik unterworfen ist oder dafür empfänglich ist. Das muss nicht nur sozusagen eine ideologische, muslimisch gefärbte sein, das kann auch eine nationalistisch gefärbte sein. Also da gibt es auch Formen, junge Muslime, die anfällig sind. Zum Beispiel, ich bringe manchmal das Beispiel, da hat man dann den jungen Muslim, der ist in Recklinghausen geboren, dritte, vierte Generation, aber er fühlt sich als Nachkomme von Osman Razi. Zum Beispiel transportiert durch historische oder historisierende
Fernsehserien, die extrem erfolgreich sind. Und die, die dann auch, obwohl sie ja eigentlich wirklich Fiktion sind, fiktives Geschehen in einem gröberen historischen Kontext erzählen, sind sie eigentlich im Grunde Fiktion. Aber für sie ist die Darstellung, im Grunde für sie ist das sozusagen die Wirklichkeit. Sie nehmen das als Wirklichkeit dar und daran orientieren sich. Das ist ein Problem. Und dann haben wir einen Aspekt, von dem haben wir auch schon häufiger gesprochen. Sind einfach die verschiedenen sozioökonomischen Umstände. Also Faktum, also ganz einfach Ungleichbehandlung auf bei wichtigen Bereichen, Nachteile in der Bildung, Wohnraum, Jobvergabe. Da gibt's reale Aspekte. Da arbeiten viele Muslime auch so, um das zu verändern. Aber das ist tatsächlich eine Vorbereitung. Und dann diese Ungleichbehandlung steigert sich dann oft auch sozusagen in real erfahrene Diskriminierung. Nordafrikanische junge Männer oder andere werden halt häufiger zum Beispiel einfach mal von der Polizei angehalten und kontrolliert. Und ich glaube, wenn man das regelmäßig hat, dann ist man auch weniger widerstandsfähig, als wenn man das nicht hat. Da maße ich mir auch kein Urteil drüber. Zur Frage Online versus Offline-Radikalisierung, da gibt es verschiedene, also erstmal grundsätzlich, das habe ich auch gesagt, ne, soziale Medien spielen eine Rolle, ne, durch ihre Kontextualisierung, durch die fehlenden Zusammenhänge, durch die komplette Verfügbarkeit und auch durch den totalen Subjektivismus. Ne. Wenn ich mir im Grunde aussuchen kann, welchem Gelehrten ich zuhöre und was ich für richtig oder falsch halte, dann ist das eine Gefahr für die muslimische Community. Ne. Das geht dann so weit, wie ich gesagt habe, dass einige eigentlich sich binnen weniger Wochen veranlasst fühlen, selber ihre eigenen Fatwas zu veröffentlichen. Aber das Internet ist eben nicht der einzige Faktor. Es gibt da zwei Schulen. Ne? Für die eine Schule ist das ein sehr mächtiges Instrument von Propaganda, das alle anderen Kommunikationswege und alle anderen Aspekte überlagert und als wirklich treibende Kraft bei Propaganda und Verschwörungstheorien angesehen wird und dadurch eben auch zum Extremismus führt. Unter anderem deshalb, das ist ein Aspekt, den kann ich zumindest nachvollziehen, weil ich würde mir Jakob widersprechen, weil es einfach auch zu einer Desensibilisierung führt. Weil es macht einen Unterschied, ob ich mit einem realen Menschen in einem realen Kontext spreche und den auch einschätzen kann oder ob ich den sozusagen nur auf dieser im Grunde relativ konturlosen Ebene des Bildschirmes wahrnehmen. Das ist ein sehr, sehr deutlicher Unterschied. Sieht man selbst hier hört man nur die Stimme, sieht das Bild, man sieht aber nicht, man weiß nicht, wie heiß der Raum ist, man weiß nicht, ob der Mann erregt ist, der mit einem spricht, das fällt alles weg. Die andere Schule, das haben wir auch aufgeführt, zieht eben diese These in Zweifel, dass es das Internet ist. Sondern geht da eher von einem begrenzten Aspekt aus. Wir haben uns ganz konkret um Berlin gekümmert. Das haben andere Partner auch gemacht. In Frankreich zum Beispiel haben unsere Partner die sehr, sehr große Rolle der Banlieues ausgemacht und die Verhältnisse, da gibt es einige interessante Dokumentarfilme zu oder auch Spielfilme. La Haine zum Beispiel ist ein Film, den ich empfehlen kann. Da geht's noch, der ist ein paar Jahre alt, da geht es noch nicht so sehr um das Thema von Islam oder da geht es im Grunde um ja, die alltäglichen Erfahrungen von Jugendlichen, die da leben. Das ist ein ziemlich bedrückender Film. Ein anderer Film ist Le Prophet. Der spielt in einem französischen Gefängnis, den kann ich auch empfehlen. Da geht es eigentlich nicht so sehr um Radikalisierung, aber da geht es um sozusagen die Erfahrung, die diese Jugendlichen, die man in Frankreich auch verächtlich Le Beurre nennt, also nordafrikanische Jugendliche, die dort machen. Wir haben dazu, was wir gemacht haben, wir haben mit unseren Partnern haben wir Fragebogen, Fragekataloge entwickelt, haben die dann die jeweiligen Länder sprachenübersetzt rausgeschickt. Ne? Und dabei ist eigentlich rausgekommen, dass in Deutschland und auch zum Teil in Frankreich, wie gesagt, Jakob mag mich korrigieren, sozioökonomische Aspekte auch eine Rolle spielen, aber eine geringere Rolle spielen.
Und in Deutschland Fragen von Identität und auch Verfügbarkeit im Internet eine etwas größere Rolle spielen als insgesamt in Europa. So, ich muss jetzt muss ich kurz mal improvisieren, aber jetzt muss ich ganz kurz mal das entsprechende Dokument, das ist das Falsche, was ich gerade hatte. Haben wir gemacht. Also online ist festgestellt. In Deutschland ist es so, das hat die Untersuchung von Untersuchung auch von Biografien, also von Leuten, die zum Beispiel im Gefängnis waren, auch ergeben, dass eigentlich die realen sozialen Kontakte den Einfluss eigentlich von sozialen Medien überwiegen. Das liegt unter anderem daran, weil die Europäische EU in den letzten Jahren sehr, sehr genau hingeschaut hat, was passiert auf den Online-Kanälen und einfach auch eine Menge Kanäle dicht gemacht hat. Also wenn wir jetzt mal bestimmte Medien ausnehmen wie Telegram oder Threema, die eine relativ hohe Verschlüsselung haben, aber bei so bekannteren Plattformen wie Twitter oder Facebook oder YouTube ist da mittlerweile eine Menge rausgefiltert worden. Das heißt, da ist schon so ein staatlicher Druck drauf, dass sich Radikalisierung sowieso in die direkten Räume wieder zurückbewegt oder wieder bewegt. Da muss man auch sagen, einer der Gründe, warum wir haben in Deutschland gerade erneut wieder eine Diskussion, auch in Anlehnung in Österreich und Frankreich, über die Rolle von Moscheen. Ne? Das hat sich in Österreich anhand der sogenannten Islamlandkarte, wo Moscheen ja relativ kontextlos mit Adresse aufgeführt wurden, und in Deutschland auch, kamen die wieder runter. Und Moscheen sagen auch zu Recht, na, Moment mal, also das, wir haben ja schon einen Finger drauf. Also wenn was passiert, dann findet das nicht bei uns statt. Und das muss man sagen, in der Breite stimmt das auch. Aber gerade in Berlin muss man sagen, da gibt es auch eine Moschee, und Moschee ist ein sehr weit gefasster Begriff, der ist nicht rechtlich geschützt. Aber in Berlin gibt es zum Beispiel auch sowas wie natürlich eine Szene, die sich auf bestimmte Orte auch beziehen kann. Ne? Also die Zahlen wandeln da, aber es gibt mindestens 3, vielleicht auch noch mehr Gebetsräume, wo sich sowohl radikalisierende Elemente als auch zu radikalisierende Elemente treffen können. Also es gibt einen realen Raum, es gab zumindest früher die berühmten Buchstände, also Lies, diese Lies-Aktion, wo Koranübersetzungen verteilt oder verkauft wurden, gab andere Sachen. Es gibt da auch einen Eingriff ins Reale. Ne? Das haben wir auch gesehen. Wir haben auch wir haben sozusagen auch die Mobilisierbarkeit bei Leuten. Das war zum Beispiel jetzt nach den Vorfällen in Israel und Palästina zu sehen, wo dann eben auch eine radikalisierte Menge in verschiedenen Orten vor Synagogen in Deutschland randalisiert. Also da gibt es auch eine lokalisierte Form. Gefängnisse werden auch immer mehr zu Orten, wo es zu einer Radikalisierung kommt. Ne? Weil das machen die Gefangenen untereinander, teilweise auch über Besucher. Wir haben, und dann haben wir eben so informelle Netzwerke, ne, die in Berlin auch eine Rolle spielen, die aber auch zum Beispiel in Hamburg sich ereignen, zum Beispiel anhand der Hizb ut-Tahrir, die gehen dann halt in die Moscheen rein. Und dann warten sie halt nach dem Gebet, um auf ein paar junge Leute zu treffen. Mit denen sprechen sie dann dort, gehen mit ihnen dann raus. Aber ich weiß aus den letzten Jahren aus Gesprächen mit aktiven Muslimen in verschiedenen Moscheegemeinden, die zum Beispiel gesagt haben, das ist tatsächlich ein Problem für uns. Also die kommen nicht in die Moschee und treten offen auf und diskutieren dann mit denen, sondern die nutzen eigentlich so Jugendzirkel als Orte zur Rekrutierung. Also nicht die Moscheegemeinden, die das selber machen, aber weil du natürlich nicht die Besucher kontrollieren kannst, gibt es da eine
gibt es dann eine Überschneidung, die wir in Berlin beobachten konnten, unter anderem auch, weil Berlin tatsächlich aus verschiedenen Aspekten, also Berlin ist grundsätzlich erstmal so ein Dampfdrucktopf, ne? Also wir haben einerseits haben wir eine, anders als in anderen deutschen Städten, haben wir in Berlin eine relativ hohe Politisierung generell von Muslimen, ne? Wir haben auch eine sehr große Durchmischung, also es ist in Berlin so, dass, und nicht erst seit 2015, dass wir nicht nur eine Ethnie haben, die da dominiert, wie das, was in Stuttgart der Fall ist, sondern wir haben eine sehr bunte Situation. Das heißt, es kommen auch viele sozusagen Konflikte und Ideologien aus dem Ausland hierher. Dann hat Berlin auch ein Alleinstellungsmerkmal, einfach, das ist eine riesige Stadt. Da leben über 400.000 Muslime. Die meisten davon konzentrieren sich in einigen Stadtteilen. Jakob ist gerade in Berlin, der wird das vielleicht auch bestätigen. Also das Wedding, das ist Mitte, das ist Kreuzköln, Schöneberg, Tempelhof, die konzentrieren sich auf einige Stadtteile. Und das sind dann eben oft jenseits sozusagen der ganzen Frage von Radikalisierung und Ideologie, das sind einfach auch soziale Brennpunkte. Also da haben wir Schulen, sogenannte Problemschulen, wir haben Klassensituationen, wo wir sehr, sehr hohe Migrantenanteile haben, was nicht schlechtes sein muss, aber einfach im Kontext sozusagen der Bildungssituation haben wir dort sehr, sehr, sehr viele Schwierigkeiten. Jetzt zusätzlich nach 1,5 Jahren Pandemie, gerade viele arme Familien waren ja komplett von Bildungserfolgen oder einfach Zugang zur Bildung abgeschnitten oder eingeschränkt. Wir haben Leute, die durchschnittlich ein relativ niedriges Einkommen haben, ne, die dann oft von der Hand in den Mund legen, von Transfergeldern leben, kleines Geschäft haben, aber relativ wenig einfach ökonomische Zukunftsaussichten haben, wo junge Leute sagen können, ja, wenn ich jetzt meinen Realschulabschluss schaffe und dann kriege ich ganz bestimmt eine Lehre und dann habe ich sozusagen nach der Lehre so und so viele Möglichkeiten, mich zu bewerben. Also das ist insgesamt ein Dampfdruck. Wohnsituation spielt sicherlich auch eine Rolle, dass gerade viele junge Männer eben nicht die Möglichkeit haben, schnell zu heiraten. Und dann eben hin und her gerissen sind zwischen ihren inneren Bedürfnissen und der Möglichkeit, die irgendwie auszuleben. Auch das ist ein vielleicht nicht ausreichend untersuchter Antrieb von Radikalisierung. Also da ist Berlin so ein richtiger Dampfdrucktopf, so ein Experimentierfeld, wo sich auch mehr ereignet, als vielleicht in so einer geordneten mittelgroßen Stadt wie Sindelfingen oder Fulda, wo die Verhältnisse einfach anders sind. Ich denke, jeder, der in Berlin war, kann das auch bestätigen. Da ist auch nochmal eine andere Stimmung, wenn man auf die Straßen ist. Das ist zwar einerseits bunt und lebendig, aber es kann eben auch unabhängig vom Muslim sein, auch sehr, sehr schnell aggressiv werden. Also der Raum als Ganze bietet eigentlich ideale Voraussetzungen dafür. Hinzu kommt, dass vielleicht anders auch sogar als in anderen jetzigen Moscheen in Westdeutschland, haben Moscheen in Berlin von wenigen Ausnahmen eigentlich keinerlei sozioökonomischen Gestaltungsraum. Also die meisten Moscheen befinden sich baulich einfach in festgelegten Räumen, also zum Beispiel zwischen zwei Wohngebäuden oder auf dem Hinterhof oder in einem aufgelassenen Industriegebiet, wo sich die Gemeinde eingerichtet hat, die eine besser, die andere schlechter. Aber da ist sozusagen kein rein baulich, kein weiterer Raum, wo man irgendwas für junge Leute entwickeln könnte. Wo man einen Marktplatz machen könnte, wo man sich Working Spaces anbieten könnte, wo also irgendwas Kreatives entstehen könnte, einfach nur deshalb, weil die Gemeinde selber räumlich beschränkt ist. Plus hinzu kommt, dass so Städte wie Berlin natürlich enorm hohe Mietkosten haben und und gerade die kleineren Gemeinden, gerade die unabhängigen Gemeinden, einfach schon unheimlich zu kämpfen haben, überhaupt diese Mieten und die laufenden Kosten zu bestreiten und dafür gar nicht mehr die Ressourcen haben und vielleicht auch nicht die personellen Ressourcen, um überhaupt hier Räume zu schaffen, in denen die Betroffenen oder die potenziell Betroffenen sich einfach auch insoweit einbringen und engagieren können, dass sie eben eine gewisse Widerstandsfähigkeit bekommen. Wenn man mal guckt, wenn man mit Sozialarbeitern spricht, dann erlebt man auch, dass es oft so ganz
einfache Dinge sind, die ihnen einfach im Vergleich zu anderen Jugendlichen fehlen. Und es klingt jetzt für viele von uns banal, aber zum Beispiel ein eigenes Zimmer. Also wenn du 15 oder 16 bist, da möchtest du vielleicht nicht mit zwei, drei anderen, gerade im Lockdown, da möchtest du nicht mit ein, zwei anderen Geschwistern die ganze Zeit auf einem Zimmer sein. Oder du möchtest auch mal sozusagen, du möchtest auch mal einen Raum haben, wo du wirklich von der Familie wegkommst oder von deinen Kontexten wegkommst. Und das ist in bestimmten Kiezen in Berlin natürlich deutlich schwieriger, als es in anderen Stadtteilen der Stadt oder auch in vielen anderen Städten oder kleineren Städten der Fall ist. Da fehlt ein Gestaltungsspielraum. Und auch das prägt natürlich auch die Psyche des Einzelnen oder auch die Identität nämlich mit. Ich habe jetzt viel von Problemen gesprochen. Wir haben in unserem Abschlussbericht, also von unserer Seite, den stelle ich euch auch mal eben rein. Moment mal, da habe ich mich verklickt. Ja, hier ist das Vorliegen. Da stellen wir euch mehrere Schritte vor, die mehrere Aspekte vor. Also es richtet sich nicht nur an Muslime, sondern es richtet sich auch an NGOs und an gesellschaftliche Akteure. Da haben wir verschiedene Hinweise gegeben für muslimische Vereine oder für Jugendinitiativen. Der eine ist also eine muslimische Existenz, das Muslimsein in Deutschland oder hier in Europa und die Teilnahme an der hiesigen Gesellschaft müssen kein Widerspruch sein. Also das sind keine Ausschlusskriterien. Muslime können derzeit ihre Religion in Europa praktizieren und das ist ein fundamentales Recht. Also sozusagen sozusagen sich als Teil Europas, als auch als europäischer Bürger zu fühlen und Muslim sein, sind keine Gegensätze. Das ist wichtig zu betonen. Dann, das ist auch wichtig, da hat Ahmed zum Beispiel viel gearbeitet, andere in Deutschland oder auch in anderen Teilen der Länder haben dazu gearbeitet. Es gibt sowas wie europäische Muslime und das ist ein positiv zu besetzendes Phänomen. Die sind natürlich, die sind da, die haben in der Vergangenheit wichtige spirituelle, kulturelle, ökonomische Beiträge geleistet. Andererseits aber auch als Muslime in Europa können wir gleichzeitig positive Beiträge aus der hiesigen Kultur ziehen. Dann gibt es einen dritten Aspekt, der wichtig ist, einfach auch mit einzubeziehen. Wir haben in Europa eine Erfahrung mit Ideologien, also mit verschiedenen Ideologien, mit verschiedenen Formen von Diktaturen. Das verunmöglicht einfach jenseits allen anderes überhaupt ideologische Ansätze für Muslime in Europa. Da ist es wichtig, auch für die Ausbildung von Musliminnen in Europa, ist sowas wie eine historische Grundkenntnis. Ne? Also was wir gerade erleben in Europa ist zum Beispiel, in Deutschland ist zum Beispiel eine Debatte, inwieweit und inwiefern müssen Muslime zum Beispiel sich auch in die deutsche Erinnerungskultur, in die Beschäftigung mit der deutschen Geschichte einbeziehen, um eben das zu haben. Da gibt es verschiedene Lager. Das eine sagt, ja, das ist ganz wichtig. Das andere sagt, ja, das mag wichtig sein. Aber die Muslime haben sozusagen auch eine Kolonialgeschichte und das muss man auch mitbedenken. Also da gibt es nicht eine Antwort. Dann ist es wichtig, dass Muslime sich im europäischen Rahmen zivilgesellschaftlich engagieren und dass es auch willkommen ist. Sie müssen sich auch engagieren können, sie müssen sich auch als Bürger und Bürgerinnen beteiligen und als Teil einer Religionsgemeinschaft. Das wiederum stellt auch in Frage von Begrifflichkeiten, die wir zum Beispiel in Deutschland haben, von Begrifflichkeiten von sowas wie, was man in Deutschland den politischen Islam nennt oder legalistischen Islamismus. Weil wenn sozusagen, wie das teilweise in Verfassungsschutzberichten geschieht, wenn das Engagement, das gesellschaftliche oder politische Engagement eines Muslims in Frage gestellt wird, weil er sich dabei auf seine muslimischen Ursprünge bezieht und das für wichtig hält, dann ist das natürlich nicht nur ein unfairer Angriff, weil es übersieht, dass wir natürlich auch in Deutschland, wir haben in Deutschland zwei Regierungsparteien, die haben das C am Anfang, ne, sondern es verunmöglicht eigentlich auch eine aktive Teilnahme von Muslimen. Ne. Dann ganz wichtig ist, dass
dass es sowohl NGOs als auch muslimische Gemeinschaften klar machen, es gibt Extremismus von Seiten von Muslimen, aber es gibt keinen islamischen Extremismus. Also der Begriff wird zwar sehr häufig benutzt, aber der ist wirklich ein Widerspruch in sich. Also Extremismen verschiedener Formen, also sowohl ideologischer als auch nationalistischer Teil, die lassen sich nicht aus der allgemein anerkannten Lehre begründen. Das wiederum macht es nötig, dass Muslime, gerade Leute, die mit jungen Leuten arbeiten, Vereine, die mit jungen Leuten arbeiten, hier auf eine starke Bildung setzen, ne? Um einfach auch die nötige Resilienz, die nötige Widerstandsfähigkeit bei jungen Muslimen zu schaffen, Entschuldigung, um denen auch begegnen zu können. Ahmed hat das ja sehr schön geschildert in seinem Beitrag, dass eben viele von diesen Ansichten auch durchgelassen werden, weil in dem Fall der Person einfach das nötige Wissen fehlt. Da müssen wir gegenarbeiten. Dann was ganz wichtig ist, dass es muslimische, sowohl online als auch offline, dass es muslimische Stimmen, Medien, Plattformen, Journalisten gibt, die als Partner wahrgenommen werden für einen konstruktiven und positiven Ansatz. Das kann man zum Beispiel in Deutschland sagen, das ist nur teilweise gegeben. Teilweise wird auch eine konfrontative Herangehensweise an Muslime beschrieben. Es gibt Verdachtsdiskurse, es gibt Kontaktschuld. All das behindert eigentlich. All das behindert eigentlich eine Schaffe von Widerstandsfähigkeit, wenn gleichzeitig aktiven Muslimen, die keine Extremisten sind, wenn die in diesen Verdachtsmodus kommen, weil die sich dann halt irgendwann sagen, ja, was soll das eigentlich, was ich hier mache? Dann muss gleichzeitig aber auch die Ansprüche von Salafismus, vom Salafismus, die sozusagen an die Community gestellt werden, die formuliert werden, müssen auch zurückgewiesen werden. Es reicht nicht nur zu sagen, man ist gegen Gewalt, sondern man muss, und das ist relativ, obwohl Muslime das früher häufiger gemacht haben, müssen Muslime sich auch auf diesem Gebiet aktiver zur Wehr setzen und die Leute ganz klar ausgrenzen. Ne? Es gibt also gegenüber Stimmen, die extreme Ideologien vertreten, die auch gerade unter jungen Leuten verbreiten, die können sich nicht darauf berufen, sozusagen, dass sie unsere Geschwister sind. Sondern da müssen Muslime auch wirklich eindeutig, haben sie auch gemacht, aber da müssen auch eindeutig klare Kante zeigen, um ihnen auch schlicht und einfach das Wasser abzugraben. Das setzt aber voraus, dass sich die Communities, also auch nicht nur abstrakt als Gemeinschaft, sondern zum Beispiel eben auch auf Berlin bezogen, dass sie sich eben auch wirklich für ihre jungen Leute interessieren. Also man kann diese Sachen auch wirklich nur zurückweisen, wenn man sich für die Situation der Muslime, jungen Muslime interessiert, wenn man weiß, was ihre Probleme sind, und wenn man auch mit ihnen eine Sprache spricht, die sie verstehen und die auch angemessen ist. Also da helfen die bisherigen Modelle nicht wirklich weiter. Sprache ist eigentlich mein Abschlussstichwort. Da wollte ich eben auch nochmal zum Aspekt von Sprache und Sprachvermittlung eingehen, wie wichtig das ist. Und vielleicht kann Ahmed nochmal ein paar Takte dazu sagen. Machst du dein Mikro an? Ja, wollte Jakob noch was sagen? Das sah wie eine Meldung aus. Bitte? Jakob wollte, glaube ich, noch was sagen. Das ist tatsächlich auch eine Meldung. Ich habe tatsächlich eine Frage auch an Ahmed Aydin. Erstmal danke für die Vorträge. Ich fand das echt gut. Ich habe mir auch eine Menge Notizen gemacht und auf jeden Fall auch was Neues gelernt. Und ich fand vor allem die Geschichte, die du erzählt hast, Ahmed, sehr interessant. Auch in dem Kontext Braunschweig sehr interessant. Und was mich besonders interessiert hat, ist, du hast von dieser Textualisierung gesprochen. Und ich glaube, auch all deine Beispiele, auch am Beispiel von Rumi, hat man gesehen, wie wichtig doch Textualisierung ist. Dass wir zum Beispiel, wenn wir auf das Handy gucken, dann bekommen wir jetzt eine Nachricht ohne Quelle, dass wir da sofort irgendwie emotional reagieren. Oh, mit dem darf ich eigentlich nicht sprechen. Was sollen denn meine Brüder zum Beispiel denken, wenn ich jetzt mit Ahmed Aydin zusammensitze, wenn ich diese Nachricht bekomme? Was natürlich schockierend ist, wie dort mit ihr umgegangen wurde. Und ich bin auch echt, ich finde, das Beispiel zeigt auch gut, dass du hast ja diesen Moment gefunden, ihm zu verzeihen, was ich auch großartig finde, weil eigentlich genau darum geht es ja auch, egal was jemand einem angetan hat. Und wenn es jetzt um die Textualisierung geht und auch das Angebot, was du den Leuten gibst, und das ist ja genau das, du gibst einen Raum, du lässt Leute Fragen stellen, du redest mit Leuten und es ist jetzt ein sehr, wie soll ich sagen, sehr offenes Forum, wo du über dieses Thema sprechen könntest, das könnte man ja so annehmen.
Und die Frage, die ich habe, dazu komme ich jetzt, ist die Kritik, die du geäußert hast an den Moscheegemeinden in Deutschland. Und jeder stellt sich ja die Frage, wie kann man das Leben der Leute verbessern? Wie kann man ein besserer Muslim werden? Wie kann man auch den Leuten helfen? Da stellt sich bei mir die Frage, ist, wenn du das geäußert hast, und das hast du ja auch deiner Moscheegemeinde geäußert, was kommt dann an, als Feedback? Weil es sieht ja so aus, wie, oder wie du das beschrieben hast, war es ja so die Religiosität sehr im Zentrum. Dann haben wir ein bisschen sozusagen Hobbys oder wir spielen Fußball zusammen, wir haben vielleicht einen Fußballverein oder gucken Spiele, spielen Karten. Und jetzt haben wir dein Angebot und es kommt jetzt neu herein. Und mich würde einfach mal interessieren, was das Feedback war dazu, zu sagen, okay, wir machen einen neuen Aspekt aus, wie man zum Beispiel in der Moschee mit jungen Leuten umgehen kann. Leider ist es so, dass dann oft gesagt wird, dass die Jugendlichen nicht bereit dafür seien, dass sie kein Interesse daran haben. Also an Poesie beispielsweise. Ich werde in der Regel mit Poesie in Verbindung gebracht, was ich eine Zeit lang auch sehr stark selbst forciert habe, dass es so ist. Und dann gab es einen Vortrag, das war vor, ich weiß gar nicht, wie viele Wochen das jetzt her ist. Und das war ein besonderer Vortrag, deswegen erwähne ich ihn jetzt nochmal, wo steht den explizit, den habe ich sogar aufzeichnen lassen, ich habe ihn als schriftliches Dokument, diesen Vortrag. Und dort war ich dann, wo ich wusste, dass viele sind, die über mich hinter meinem Rücken reden. Sehr viele. Und ich kam dort an und alle haben jetzt erwartet, dass ich wieder über Goethe rede. Und als ich es dann gemacht habe, haben sich alle geschämt, dass sie Goethe nicht kennen. Weil ich ihnen bewusst gemacht habe, dass Goethe sich intensiver mit der muslimischen Geschichte beschäftigt hat, als alle Muslime, die da saßen. Und da sind der eine oder andere hat sich auch geschämt dafür, dass er je über mich, also sich auch entschuldigt. Also, das war einer meiner schärfsten Vorträge, glaube ich. Den schärfsten meine ich, wo ich die Konfrontation hart gesucht habe, weil ich es leid war. Ja, und da habe ich ein Beispiel gebracht, das oder sagen wir es so, ich habe ja am Anfang gerade gesagt, die meisten glauben, die Menschen wollen das nicht hören. Ich sage immer, doch, sie wollen es hören. Und meistens wissen sie sogar nicht mal, was sie hören wollen. Das ist ein Ausspruch von Steve Jobs. Er sagt, die Menschen wissen nicht, was sie wollen, bis wir es ihnen geben. Der Mann wurde, ich weiß nicht, sogar Billionär, Milliardär, auf jeden Fall, der hat Erfolg im Leben gehabt, sagen wir es so, finanziell gesehen. Ich sage aber, diese Weisheit kann man nutzen. Die Jugendlichen wissen doch erstmal gar nicht, was sie wollen, weil sie noch nicht kein Bild vom Islam haben, bis wir es ihnen geben. Und da stößt sich auf Widerstand. Nee, ist doch fest, was wir beibringen müssen. İlmihal, sagt man auf Türkisch, İlmihal ist, wie man betet, wie man fastet und so weiter. Dann sage ich, okay, interessant. Warum kann dann keiner mir aufzählen, ob es das Gebet gemäß angeblich unserer Rechtsschule das Gebet ungültig macht, wenn ich vor dem Fatih das andere Sura erstmal lese? Was passiert dann? Darf ich dann, ist mein Gebet gültig oder nicht? Und so eine Frage kann mir keiner beantworten in der Moschee. Also so eine simple Frage. Die Grundlagen des hanifitischen Fiqhs ausmacht, also wirklich wesentliche Grundlagen. Ja? Wenn ich meine Gebetswaschung mache, ich stelle einfache Fragen zur Gebetswaschung und die kann man nicht beantworten. Aber mir wird gesagt, man muss diese Grundlagen beibringen, weil man sie ja die nicht mal kennt. Und ich sage dann, wecke doch Interesse durch die Geschichte beispielsweise. Wir wissen, dass die Menschen 1453, das ist, also ich habe jetzt diesen türkischen Kontext, dieses Datum ist einfach, boah, geil, hier Istanbul und so, ne, geil und so. Und ich weiß, dass die Jugendlichen so sind. Warum nutze ich das nicht positiv? Fatih Sultan Mehmet hat Lateinisch gekonnt. Warum reden wir nicht 1453, ja? Warum reden wir nicht davon, wie gut er Latein konnte? Warum reden wir nicht darüber, dass er Altgriechisch konnte? Ich dachte, dieser Mann wurde vom Propheten gelobt, ja? Also warum wollen wir das dann nicht machen? Aber das stößt auf Widerstand. Sind wir denn so weit? Gibt es die Leute? Und das führe ich aber auch darauf zurück, diejenigen, die jetzt momentan auch in der Rolle sind, dass die Kontakt zu den Jugendlichen haben. Wie viel Bildung haben sie wo genossen? Wo habe ich mein Wissen her? Kann man sich jetzt auch ganz offenkundig, ihr dürft mir die Frage ruhig stellen, wo habe ich mein Wissen her? Und ich hatte einfach Glück. Und es hört sich hart an, das hört sich komisch an. Als ich neu in Kontakt kam mit Sulema, also mit Stefan Abe und mit Bubekir Rieger, das war, als ich Goethe gelesen habe. Goethe hat mir das Wort zum Islam geöffnet. Hört sich hart an, hört sich komisch an. Ich bin in einer türkischen Familie aufgewachsen, aber Goethe hat mir beigebracht, wie ich meinen Glauben besser verstehen kann und warum ich mich intensiver mit ihm beschäftigen soll. Und wenn ich das sage, habe ich dann auch schon gehört, wird Goethe uns retten. Inzwischen antworte ich, ja, mich hat er gerettet, was soll ich sagen? Sorry. So. Und worauf ich aber auch sehr eingegangen bin, ist bei diesem einen Gespräch dann, wo ich dann etwas schärfer wurde in der Wortwahl auch und Konfrontation gesucht habe bei dem Vortrag. Da habe ich dann dieses Buch zur Hand genommen. Es ist auf Türkisch, ursprünglich Arabisch. Imam Mawardi über die Lebensart der Dunya und in der Din. Ja, so.
ein Werk, das es wohl auch auf Deutsch gibt. Ich habe die deutsche Übersetzung als PDF gefunden, Alhamdulillah. Sie ist grauenhaft, aber sie gibt es auf jeden Fall. So. Aber auf jeden Fall, worauf ich hinaus möchte, ist, in diesem Werk ist ein Hadith, was unter salafistisch geprägten Menschen so abgelehnt wird. Und zwar das Hadith, sinngemäß natürlich, ich muss kurz überlegen, lebe so für diese Dunya, für diese Welt, als würdest du ewig auf ihr leben. Bereite dich so auf das jenseitige Leben vor, als würdest du heute sterben. Das ist ein sehr schwach überliefertes Hadith. Imam Mawardi, der oberste Richter am Hofe der Abbasiden war, benutzt es. Gemäß eines Menschen, der jetzt salafistisch geprägt ist, oder diese besondere Situation, die ich hatte, vielleicht werden auch andere widersprechen, dieser eine, den ich getroffen habe, sagen wir es jetzt so, hat gesagt, das darfst du nicht verwenden zu mir. Und meine ich, warum denn nicht? Und dann sagte er, ja, das ist schwach überliefert. Meine ich, ja gut. Würdest du jetzt immer mal Wörter widersprechen? Ja, wer ist er denn? Also, und dann kommt diese Frage. Das heißt, ich arbeite mit Autoritäten. Ja? Imam Mawardi ist einfach keine kleine Nummer. Das ist ein Name, den kann man nicht einfach so widersprechen. Also oberster Richter ist schon eine Stellung in einem Reich der Abbasiden. Und wir wissen, was die Abbasiden waren. Ja? Und das sind so Beispiele dafür. Und wenn ich dann so einfache Beispiele mal bringe, dann sind die wirklich überrascht und schockiert, weil die sich mit einem scheinbar neuen Islamverständnis auseinandersetzen müssen, was sie vorher nicht kannten. Und das habe ich, wie gesagt, sogar bei denen, die vorgeben, was beigebracht wird. Das sind Menschen, die vorgeben, ob ich da unterrichten darf oder nicht. Also unterrichten heißt jetzt nicht Schulunterricht, sondern vortragen darf oder nicht. Und es mangelt einfach, und das ist eben die Frage so, wie macht man das? Ein Bruder hat das mal schön gesagt, also wie kann man jetzt Islam beibringen? Was ist das? Und der eine Bruder meinte, Ahmed, es geht gar nicht darum, ständig Fiqh beizubringen. Das wurde von mir gefordert. Bring dir Fiqh bei und bring es an uns bei. Habe ich mir auch gedacht, bring dir Fiqh bei. Soll ich jetzt in die Minister gehen? Was soll ich machen, liebe Leute? Sondern die Frage ist jetzt folgende. Wie kann man aber unter diesen Umständen, in denen wir in Deutschland leben, ein gesundes Verständnis beibringen? Und ich sage dann das, was Ebu Hanifa sagt. Edeb, Edeb, Edeb. Edeb heißt Knigge, 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 können wir jetzt sagen. So versteht es jeder. Und dass ich jetzt Knigge, Knigge, Knigge sagen kann, ihr als deutschstämmige Muslime wisst sofort, was ich meine. Der Muslim fragt, der türkischstämmige fragt, wer ist denn Knigge? Ich müsste Edeb sagen für ihn. Und sogar dann gibt es im türkischen Raum sogar erstmal Schwierigkeiten. Der würde dann, warum hast du denn nicht Anstand gesagt? Edeb ist doch Anstand. Ja, aber Knigge steht für Anstand. Ach so, sagt er. Also, und diese Vermittlerrolle zum Beispiel, in der sehe ich mich. Also, und jetzt wollte ich mit einer Sache abschließen. Nämlich, genau, da gibt es jetzt Ebu Hanifa. Und ich versuche diesen Mann, und das sage ich auch hart den Podjas und den, ich weiß nicht wem. Ich habe in deutscher Sprache mehr über Imam Malik, dank der Arbeit der Islamischen Zeitung, gelernt. Und da war eine Reihe über Imam Maliks Fiqh, als auf Deutsch über Ebu Hanifa. Und das kann nicht sein. Ja? Erstmal sind alle vier natürlich große Wissende und alle verdienen unseren Respekt und allen gebührt Respekt. Da ich nun der hanifitischen Schule, die Methodik der hanifitischen Schule befolge in der Auslegung, es ist nun so, dass ich aber ein großes Augenmerk gerne auf diesen Mann legen würde, weil ich auch weiß, die meisten folgen dem. Und dieser Mann sagt Folgendes. Er sagt, mehr noch als die Angelegenheiten des Fiqh, der Rechtswissenschaft, interessieren mich die Anekdoten, Mankiber, ne, sagt man, ne, die Anekdoten der Gelehrten, der Wissenden. Denn sie lehren uns, wie wir uns zu verhalten haben. Und das ist eine Schlüsselaussage, die aber leider, warum auch immer, ich weiß es nicht, ich habe noch nie einen anderen darüber reden hören, über diesen Satz, den ich gerade gesagt habe. Ja? Ich bin auch manchmal provokant dann und rede noch provokant mit den Leuten, in der Hoffnung, dass sie jetzt mir Paroli bieten möchten und dann angesprochen werden, ich werde jetzt noch mehr wissen als du. Hoffe ich. Zweimal ist es geschehen bei ein, zwei Leuten. Aber manchmal, wenn ich einfach nur versuche es zu vermitteln, ist es immer so, das ist doch langweilig. Und das ist das Problem, es ist langweilig. Und in der türkischen Community gibt es Folgendes zum Beispiel. Jeden Freitag gibt es eine schöne Nachricht für Juma, ne? Und wie, du schreibst nicht zurück. Und dann ist es sehr emotional immer halt. Dann wird geteilt, diese Liste von E-Sachen darf man nicht essen, das und das und das und das. Und dann sage ich dann auch öfter mal, also, oder ein Brotkrümel, ne, das ist ganz wichtig, ne, wenn du auf dem Brotkrümel sitzt, dann ist es vorbei. Und dann sage ich zum Beispiel Folgendes, dass du gerade zu meinem Sohn gesagt hast, sage ich, ich wasche deinen Kopf nicht, ich gebe dir einen Riegel, Schokoriegel, und dann machst du es nicht. Das ist eine viel schwerwiegendere Sünde,
als dieser Brotkrümel, auf den ich mich gerade gesetzt habe. Und solche Dinge versuche ich auch versuche ich zu vermitteln. Und dann ist dann so, ja wirklich? Ich denke mir, ist das euer Ernst? Aber das ist die Realität. Das ist also, wir dürfen, wenn wir jetzt sagen, ich bin türkischstämmig, man darf nicht davon ausgehen, dass ich eine vom Islam, durch den Geist des Islams geprägte Erziehung genossen habe. Ich bin in einem Haushalt aufgewachsen, wo Kaffeesätze gelesen wurden, was eindeutig, wenn man es bewusst mit Vorsatz und mit Glauben daran macht, gemäß der Schule, der ich befolge, Kufur ist. Und das ist mein Haus, das ist mein Kontext, obwohl ich türkischstämmig bin. Also wir dürfen davon nicht ausgehen. Wir müssen wirklich davon ausgehen, diese Menschen vielleicht sogar weniger wissen als jemand, der sich für den Islam erst in einem späteren Alter entschieden hat. Und wichtig ist, denke ich, im deutschen Kontext, dass wir uns das Beispiel, jetzt Endelus ist da wirklich ein guter Schlüssel, da gab es keine Medresse in Endelus übrigens, ich weiß nicht, wo das ist, da gab es keine Medresse, da gab es keine Hochschule. Wie hat da Bildung stattgefunden, frage ich mich. Ich habe es noch nicht, ich versuche es hier und da immer rauszulesen. Bisher sehe ich immer nur, man ist zu jemandem hingegangen und hat dann da teilgenommen. Aber ich forsche gerade danach, um zu schauen, wie, wo, also Salons, was war das da, frage ich mich. Weil das ist dann, wo ich denke, okay, das kann man doch irgendwie versuchen zu übernehmen, mit dem Begriff des Edeb aber, dass man das beibringt statt Rechtswissenschaft, Hadithswissenschaft, weil der Laie, das ist halt für die an der Uni interessant, aber der Laie, der Muslim, der will nur. Und da hat neulich Hakke Arslan, einer unserer Brüder aus Münster ist der jetzt, glaube ich, genau, hat da gesagt, im Osmanischen Reich hat man nicht das und das und das gelesen. Das hat man nur das Emre gelesen, wenn du als einfaches Volk Islam lernen wolltest, sagt er. Mit Gedichten, hat er gesagt. Und Yunus Emre, wenn ich ihn zitiere, habe ich schon in einigen Moscheen, also gibt es Brüder, die sagen, hat er das wirklich gesagt, also ist es nicht gefährlich, was er da sagt. Und da ist der Bruch, und deswegen habe ich vorhin gesagt, Religion, Geschichte und die Sprache, der Bruch mit der Geschichte ist zu vehement. Dieser Yunus Emre, dieser Rumi zum Beispiel, die werden als Esoteriker wahrgenommen, weil es lange Zeit in der Türkei so benutzt wurde. Genau, und das ist leider, jetzt ohne darauf näher einzugehen, ja, das ist halt ein Problem, dass das so benutzt wurde. Das Gedicht über das Gebet von Yunus Emre gab es nicht im Neutürkischen, aber das Gedicht, wo er sagt, ich trinke den Wein der Liebe. Und jetzt gibt es das auf Türkisch, auch im Neutürkischen auch wieder, aus dem Alttürkischen übersetzt. Und das versuche ich zu vermitteln. Und das findet Anhang, Alhamdulillah. Aber es ist halt eine Arbeit, die Zeit braucht. Es braucht Zeit, das merke ich. Und das ist, Zeit läuft weg, denke ich mir dann manchmal, aber es braucht Zeit. Ich versuche jetzt auch, das habe ich auf Flügelwind gemacht, ich habe eigentlich von Fatih Sultan Mehmet übersetzt, oder mehrere von ihm übersetzt, um den Leuten zu zeigen, ey, mehr als 1453, guck mal, was er noch gemacht hat. Er spricht von Liebe zu einem Christenmädchen. Was meint er damit? Er spricht zur Liebe, von der Liebe zu Kispulis, also die Symptome in Istanbul quasi. Ja? Was meint er damit? Wer ist dieser Mann? Wer ist dieser, also in meinen Augen, auch intellektuell große Mann, jetzt ohne seine politischen Sachen in den Vordergrund zu nehmen? Vom intellektuellen Standpunkt her. Das ist wichtig, denke ich. Und es gibt einen Begriff von einem Zitat von Churchill. Er sagt, wie war das? Moment. Die Menschen sinngemäß muss man so, oder ich weiß nicht, ob das, ich habe jetzt Schürzel im Kopf, kann auch ein anderer gewesen sein, kann auch Adenauer gewesen sein. Die Menschen sind, wie sie sind, wir müssen sie so nehmen, andere gibt es nicht. Und wenn ich weiß, die Jugendlichen lieben die Osmanen, was soll ich jetzt machen? Also wenn ich jetzt aber sage, hey, du musst die Kultur davon trennen, wir sind in Deutschland, dann wird er sagen, alles klar, du bist mein Feind. So denkt er, also ich erlebe das ja, versteht ihr? Ich erlebe das, also die türkische Flagge hängt halt bei mir auch wieder im Hintergrund, wenn ich einen Vortrag habe. Das ist dann einfach so. Das ist, was soll ich jetzt sagen? Auch wenn ich habe auch schon mal was dagegen gesagt, aber so ist das. Ja, und ständig was dagegen sagen, kann ich machen. Ich habe aufgehört. Ich sage dann, okay. So, jetzt habe ich mich in Dings geredet, in Rage geredet. Genau. Das war sehr interessant. Ich glaube, diese Suche nach Zugängen, und wie du gesagt hast, auch ein Thema, was gerade bei Kontextualisierung, wenn es tiefer geht, Wie du das ja vermittelt, da steckt ja eine Menge auch Arbeit drin. Und gerade diesen kurzen Moment zu überbrücken, wo jemand anders erstmal mit Unverständnis, ja, ich weiß ja nichts davon, oder dieses kurz mal weg, ich bin gar nicht in der Thematik drin, dass sie mich überhaupt interessieren könnte, dass man das durchbricht, da sehe ich immer sehr große Schwierigkeiten. Und da frage ich mich natürlich auch, wie man auch Geschichten oder Kontexte interessant darstellen kann. Und da sehe ich auch gerade im Internet, wo viele Leute sich also außerhalb von Gruppen oder Vorträgen aufhalten,
da sehe ich ja auch, dass sehr wenig Angebote eigentlich da sind, so wie die du die gerade beschrieben hast. Und deswegen frage ich mich natürlich immer, welche Möglichkeiten hat man, erstmal den Einstieg zu ermöglichen? Und wenn du halt die Symbole wählst, das verstehe ich natürlich, dass man das tut. Deswegen finde ich das eigentlich sehr gut. Um auch was ganz Persönliches zu sagen, ich habe damals, als ich angefangen habe, mich der islamischen mit dem islamischen Glauben zu beschäftigen, habe ich mir salafistische Videos angesehen. Ich persönlich, ja, weil ich das war halt Deutsch. Ich konnte nicht so gut Türkisch, also muss ich das machen. Und dann hat mir irgendwer gesagt, Ahmed, mach das nicht, das ist nicht gut, hat er gesagt. Ein Freund von meinem leiblichen Bruder hat das gesagt. Und ja, warum denn nicht? Das ist doch Deutsch, habe ich gesagt. Meine, nee, mach das nicht, hat er gesagt. Aber hat mir nicht genau erklärt, warum. Und dann habe ich Hadithe gesucht. Ich wollte, man muss ja Hadithe kennen, Prophet, Hadith, ne? Und dann bin ich auf Silvia Horsch gestoßen. Und ich kann behaupten, das habe ich auch schon mal geschrieben dann persönlich, wenn diese Seite nicht wäre, weiß ich nicht, wo ich gelandet bin. Sie hat Hadithe gehabt auf ihrer Seite, auf, jetzt habe ich den Namen, wenn ich es google, kommt es sofort auf jeden Fall. Ne? Nochmal? Nafisa.de. Das, Sakina, el-Sakina.de. So, el-Sakina, genau. Diese Seite, dann habe ich Lessing gesehen, nicht Lessing, das war doch der, den ich mochte, habe ich dann mal gedacht, der so freundlich war, hat doch die Lehrerin gesagt. Und diese Seite, diese Hadithe, vor allem die Auswahl ihrer Hadithe, die war sehr, wo ich dachte, oh, ich muss doch keinen Leuten Angst machen. So, ne? Weil eines der Sachen, die ich in diesen ersten salafistischen Videos damals, ich war ja gleich 15, 16, gehört habe, war folgendes, das hat sich eingebrannt bei mir, du musst den Nicht-Muslimen Angst machen, hat er gesagt. Und ich habe das wirklich für wahr gehalten, weil der hat einen Hadith gehabt, so, ne? Und dann habe ich Silvia Horsch gehört, also gehört heißt, ihre Seite an mir angesehen. Boah, zum Glück doch nicht, Alter. Puh. Und das ist ganz komisch, weil ich reflektiere, wo ich mir dachte, warum habe ich dann vorher aber gedacht, dass es wahr ist? Warum habe ich nicht nachgedacht? Weil das halt weil du halt nur diesen einen Kanal hattest als Reflexionsmöglichkeit, um dich zu informieren. Und das ist es ja, heute ist es vielleicht ein bisschen weniger geworden, aber das ist ja auch oft der einzige Punkt, wenn man halt online eingibt, wie betet man? Oder wie beschäftigt man sich jetzt rudimentär mit der Religion, dann kommt man oft auf Seiten, die halt von Leuten betrieben wird, die natürlich eine große Motivation haben, das mitzuteilen. Und das kann man überall sehen. Deswegen ist ja der Salafismus an sich auch so prägend, auch bei Nicht-Muslimen, bei der deutschen Perspektive sind das die Vorbilder oder die meistgekannten Muslime wahrscheinlich in Deutschland beziehen sich aus diesen Zirkeln und stößen da natürlich auf komplette Abneigung. Aber es hat auch viel damit zu tun, glaube ich, dass das Angebot so ist irgendwie und dass ich, da frage ich mich natürlich auch, ob es an den Moscheegemeinden an sich liegt, dass wenig Angebot dorthin dahingehend gemacht wird, weil wenn ich mir die viele Seiten von Moscheeverbänden angucke in Berlin, da ist es hier sehr, sehr klassisch informativ, aber nicht wirklich so, dass jemand von außen jetzt diese Hürde durchbrechen kann, um zu sagen, oh ja, das ist doch ein interessanter Vortrag, weil es gibt nicht diese Verbindung dazu. Und das finde ich oft sehr schade, dass man dann auch zurückgreift, natürlich auf Online-Angebote, die wirklich da sind und die sind sehr, die sind schon sehr einseitig geprägt oft, habe ich das Gefühl. Ja. Aber das ist ein sehr wichtiger Punkt, den du sagst. Mit dem, in online gibt es bei denen in den Gemeinden leider wenig. Das ist Fakt. Ja, auf jeden Fall. Wenn jetzt keine Rückfragen oder keine Beiträge mehr eurerseits sein sollten, würde ich das Ganze heute zum Abschluss bringen. Ich möchte auf das abschließende Seminar verweisen, am 23. um 17 Uhr wieder. Wir haben euch jetzt eigentlich die relevanten Dokumente geschickt, also sowohl hier im Chat zum Download. Wer sich das nicht geholt hat, kann sich das mich nochmal fragen, dann schicke ich die nächsten Tage eine Nachricht damit raus. Wir haben das nächste Seminar sieht so aus, wir werden zu einem Abschluss kommen. Wir möchten auch ein bisschen euch mit einbeziehen. Also wenn ihr in der Zeit Fragen entwickeln möchtet, wenn ihr Diskussionsbeiträge entwickeln möchtet, seid ihr willkommen. Also wär gerade so wunderbar, wenn das ginge. Und wir haben im zweiten Teil des Seminars, das wird ein bisschen länger, haben wir den Said Rezek eingeladen. Said Rezek ist ein deutscher Journalist, Blogger, Autor, Vortragsreisender, schreibt für mehrere Zeitungen, also für die Taz geschrieben, für die Watz, für andere Zeitungen. Und er hat gerade ein Buch geschrieben, wie mit Rassismus im Netz umgehen. Also der zweite Teil, wird es nicht um Radikalisierung gehen, sondern wird es mehr darum gehen, wie kann man sich eigentlich im Internet mit so Dingen wie kann man im Internet aktiv sein, wie kann man sich gegen Rassismus zur Wehr setzen, wie kann man sich artikulieren. Und das ist für uns auch ein wichtiger Beitrag in diesem gesamteuropäischen Projekt, weil einer der Wege auch Resilienz und Widerstandsfähigkeit für sich selber, aber auch sagen wir so, für junge Leute zu schaffen, ist ihnen eben auch eine Bühne zu geben, wo sie ihre Probleme beispielsweise artikulieren können oder auch sich gegen
wahrgenommene oder reale Diskriminierungserfahrung zur Wehr setzen. Mit eurer Erlaubnis, ich schließe das Ganze jetzt. Bedanke mich für eure Teilnahme. Gerade weil Zeit-Resek wirklich ein toller Vortragender ist. Ich fände es toll, wenn ihr da ein bisschen Werbung machen könnt in euren Zirkeln. Ist dann vielleicht auch nicht mehr so heiß am Mittwoch. Ich schicke allerspätestens am Montag, wahrscheinlich aber schon am Sonntagabend, die Einladung zum dritten Teil raus. Werdet ihr alle bekommen. Und da könnt ihr ruhig ein bisschen trommeln für, dass wir vielleicht auch dann einen guten Besuch haben. Ich bedanke mich. Ich sage mal auf Wiedersehen. Wünsche euch ein schönes Wochenende. Schönes Spielabend und ja, genießt das Wetter. Bis dann, ne? Assalamu alaikum.